the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. Yeah.
does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute. So, meine liebste Runde. Ja, es ist ungewohnt, diese Uhrzeit. Aber hat einen Grund. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wundervollen Abend heute. Alle, die jetzt hier um 18 Uhr jetzt am Start sind, ich werde mal eben hier mal rüberschalten und sage erstmal Hi, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt einen nicen Day gehabt. Ja, heute Abend ist EM. Da sind alle Fernseh gucken. Der bringt dann noch nicht mal den Stream hier einzuschmeißen. Aber das habe ich auch erst irgendwann mal vorhin erfahren, dass ja heute Deutschland spielt. Und da sitzen alle vorm Fernseher. Ja, komm. Ich wollte heute Abend alleine sitzen. Schmeiße ich ihn jetzt mal von 18 Uhr an und sage erstmal Hallo für die, jetzt am Start sind. Erstmal Maja, so früh. Ja, genau deswegen. Danke für die 10 Bits. Und Katja, danke für ein Jahr, Mensch. Ganz liebes Dankeschön. Und dann gucken wir mal, wer ist denn sonst noch hier gerade? So ungewohnte Uhrzeit, da komme ich gar nicht drauf klar. Ich wollte jetzt gerade gucken, ab 20 Uhr, aber geht ja gar nicht, ab 18. Dann habe ich hier Anni, Sarah, Paranudel, Kessery, Trine, Blasin, die Claudi, Katja. Dann haben wir Traurige Engel, Darkness, Fabs, ja, Eskona ist hier. Glasori sehe ich hier unten. Mania Mania, Big Baba. Ja, da werden sich alle wundern. Da kommt keiner mit drauf klar heute. Da wird keiner klar drauf kommen, wie auf diese Uhrzeit. Die ist echt wirr. Bin da selber noch nicht, selber total nicht gewöhnt, diese Zeit. Also meine Uhr geht gut, richtig. Ja, heute schon früher, genau. Ich blende dann mal, glaube ich, mal oben einfach mal im Stream noch irgendwie ein. Warte mal. So, da hat er Kacke gemacht. Und nochmal. Aber gleich nochmal. Sarah wird eher den Stream um 20 Uhr schauen aus Fußball. Ja, es sind super viele, die den Stream wegen Fußball nicht gucken werden. Schonkade, hoffe, Deutschland gewinnt. Bin auch gespannt. Was habe ich denn da gemacht? Ausrufezeichen, Pen, da wird er mal in Werding gemacht. Ah, Sarah. Ach, ich Sarah hier nicht hatte. Ich danke dir. Da verballert wieder. Mega liebes Dankeschön. Sandra, hallo miteinander. Bina. Also ich halte zu den Schotten. Ich weiß überhaupt keine Ahnung, wer spielt so. Wer spielt denn? Deutschland, Schottland. Aber seht ihr, dann könnt ihr heute Abend wenigstens Fußball gucken. Ne? Aber mir geht es eh nicht so super. Irgendwie so ein bisschen meine Probleme irgendwie. Ich bin da immer so hypochondrisch, was so ein bisschen neue Medikamente angeht. Oh, da komme ich gar nicht durch. Ich hasse Medikamente. Und ich habe ja immer so eine Haarwurzelentzündung, gerade so ein Medikament für, und das schlägt mir so ein bisschen auf den Magen, irgendwie so, nicht so ganz stable. Deswegen passt das ja ganz gut irgendwie. Dann kann ich heute Abend dann in Ruhe mich aufs Sofa knallen und andere können alle EM-Spiel gucken, das passt ja, ne? Dann sehe ich noch Ghost Kid hier, Feuerpfote, Kirito sehe ich hier, Blackio, zock lieber. Ja, genau, Sarah, anscheinend Ausrufezeichen, / Pin, aber du hast das gerettet. Trümmerlotte, Hallöchen. Ja, aber ist ja nicht so tragisch. Ich muss mal eben Kaffee machen. Ich habe bis vorhin noch gearbeitet. Ich mache mal ganz kurz mal einen Kaffee rein. Ich mache immer so ein Kaffeepad reinballern, Leute, wenn ich sofort bei euch war. Nochmal, Kaffee. Ja, ich habe mir halt gedacht, so bevor ich dann heute gar nicht streame wegen dem Fußballspiel, die meisten wirklich alle gucken heute Abend, außer so der harte Kern hier von uns, aber ansonsten werden fast
überwiegend die Leute Fußball heute Abend gucken. Und dann bringt das nichts. Ne? Hab ich mal, dann mache ich jetzt immer mal von 18 Uhr an. So. Und dann haben wir hier wenigstens. Ich möchte jetzt eine andere Tasse. Einen entspannten. Und warte mal, ich muss mal eben eine. Ich bin einen anderen Becher jetzt. Mal den, das ist eine andere. Warte mal. Ist Becher im Becher? Was ist das denn? Aber ich arbeite eben gerade am Becher. Wartet mal. Das ist ein Becher im Becher. So. So, der ist super. Okay, den jetzt hier einfach decken da rein. So. Okay, also so wie gesagt, dann können heute Abend alle Fußball gucken und ich habe trotzdem wenigstens mich heute gemeldet. Volvo trinkt Tee schwarz. Okay. Hallo Jesse, 2208. Warum wusstest du nicht, dass heute die EM anfängt? Ich bin kein Fußballfan. Ich habe nicht viel mit Fußball am Hut. Aber ich weiß halt immer, wenn WM war und EM, war Totentanz. Da sind alle am Fernseh gucken. Ne? Sarah hat früher damals gerne EM oder WM geschaut. Ich glaube auch, wenn dann immer nur das Endspiel WM, aber sonst auch nicht. Ne? Aber sonst nicht so. Also sonst gucke ich sowas auch seltenst. So. Also wirklich so Endspiel WM oder so, aber sonst nee. Sonst nee. Also sowas geht wirklich an mir vorbei, Schocker. Ich lese wirklich super viel politische Sachen halt. Ne? Also da bin ich, oh, das ist total so mein Interessengebiet, so Politik so. Aber EM, Fußball so, das geht wirklich komplett an mir durch. Auch, ne? Das sind auch die Seiten, die lese ich nicht, die überspringe ich halt so. Ne? So, oh, jetzt sieht das gut an. Ah, ich gucke sowas gar nicht. Guckt von euch jemand heute Abend EM? Schaut von euch jemand heute Abend? Jemand von euch dabei? Schocker guckt auf jeden Fall. Jesse schaut. Maya schaut. Das ist immer interessant, Sigi. Immer weiter untersuchen. Ne? Fußball wird überwältigt. Aber ihr seid doch der harte Kern. Ihr seid doch der harte Kern. Ah, du hast das geschaut, nur um anderen Personen das Ergebnis mitzuteilen, okay. Fabian guckt auch, guck's auf Telekom, bei meinen Eltern später. Seht ihr? Vor viele heute Abend. Jaskuna, danke für 7 Monate. Ganz liebes Dankeschön. So, Kaffee für dich. Okay. Jetzt noch Zucker rein. Deadline schaut auch kein Fußball. Ja, ich auch nicht. Aber das bringt heute Abend nichts. So. Da will ich alle am Fußball gucken. Also die Hälfte, über die Hälfte von uns. So, ne? Da kommen wir wenigstens jetzt. Ne? Nimm direkt 2,8, ey, geht schon. Ich hoffe, dass der Kaffee nicht einmal jetzt durch den Magen schlägt. Ey. Wer von euch ist auch so somatoform? Also ich brauche nur irgendwas Neues angucken, kriege ich gleich Magenprobleme. Wer von euch ist auch somatoform? Sigi auch, Maya auch. Super anstrengend. Super, super anstrengend. Super, super anstrengend. Und Jennifer Jellybeer, hi, ich grüße dich. Deadline auch. Claudi, das Wiener ist anstrengend. Ne? Ich finde das voll anstrengend. Somatoform bedeutet, dass ich bin Arzt, ich gebe dir eine Tablette. Die hat keine Nebenwirkungen, aber du wirst sie bekommen. Somatoform heißt, dass du körperlich reagierst, auch wenn nichts ist. Das kann zum Beispiel sein bei Stress, wenn du Stress hast, hast Magenprobleme, Unruhe, wenn neue Situationen anstehen, wenn du zum Beispiel kurz vorm Urlaub stehst, Tag vorher kriegst du Magenprobleme oder irgendwelche wichtigen Gespräche, Bauchschmerzen, Magenkrämpfe und das sind solche Sachen. Ne? Oder wenn du, also bei mir ist zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel etwas esse, es hört sich jetzt vielleicht total bekloppt an, aber Chiasamen kennt man. Wo ich das erste Mal Chiasamen probiert habe, ging es mir nicht gut, obwohl es einem nicht gut, eigentlich nicht möglich ist, dass es einem schlecht geht.
Aber ich reagiere dann vom Kopf total extrem so drauf, weil ich habe dann nicht nur, Beispiel ist ja auch, ich habe dann nicht nur eine Wunde, ich habe schon gleich eine Blutvergiftung, liege schon gleich im Krankenhaus. So, das ist eine ganz blöde Denkspirale. Und Somatoform arbeitet ganz viel im Unterbewussten. Das kriegst du so gar nicht mit letzten Endes. Also es kann sein, dass wenn wir zusammen jetzt irgendwie wo etwas essen waren, wir haben beide dasselbe Stück Kuchen gegessen, also wir haben uns das geteilt. Und dann sage ich, boah, ich glaube, das war nicht gut, der Kuchen. Der Kuchen war nicht gut, ich habe Magenschmerzen. Dann ist bei Somatoform, der andere hat es gleich auch, obwohl du nur gespielt hast, dass es so ist. Ne? Aber ich bin ein sehr sensibler Mensch. Ja. Somatoform. Ne? Ja, also das ist das. Somatoform ist auch, dass du etwas entwickelst, obwohl nichts passiert ist. Also ich würde zum Beispiel sofort Magen-Darm-Probleme kriegen, wenn ich irgendwo essen gewesen bin und wir haben alle Identisches gegessen und einer sagt nur, ja, ich habe danach Magenkrämpfe gehabt und Lebensmittelvergiftung. Habe ich schon ähnlich, obwohl nichts war. Das ist irgendwie anstrengend. So. Das ist wirklich anstrengend. So neue Medikamente, also ich nehme ja fast nie Medikamente, so neue Medikamente komme ich sehr schlecht drauf klar. Ich muss dann anstatt, wenn der Arzt sagt, nehmen Sie eine, nehme ich erst nur ein Viertel und arbeite mich dann hoch, um zu gucken, ob ich das vertrage. Und andere hauen sich die sofort rein und ich kann das nicht. Da schreit mein Kopf total tatütata, das kriege ich nicht gebacken. Ey. Also super anstrengend. Maja, bin ab 25. an der Kur, die fummeln an mir, an meinen Medis rum, Amtstermine, Arzttermine, Magen, Weg zur Arbeit, Horror, 3 Toiletten unterwegs, ganz super nervig, ne? Oh Mensch, das ist so nervig. Ja, was haben wir noch hier? Ich habe Bauchschmerzen bei Gesprächen, wenn ich wohin muss, weil ich nicht kenne. Ja, habe ich auch, ist bei mir auch, habe ich auch Probleme mit. Ja, das stimmt, Label Love, das ist recht. Automatismen und Zwänge zu durchbrechen ist unglaublich schwer. Unfassbar. Hört sich so einfach an, ne? Das ist unfassbar schwer. Vor allen Dingen, wenn du dir das dein ganzes Leben schon im Grunde antrainiert hast. Ich kenne das ja nicht anders. Ich habe die ersten Somatoform-Themen gehabt. Also das heißt ja, eine somatoforme Störung habe ich gehabt. Da war ich 20? 20? Also mein überwiegendes Leben kenne ich das. Ich kenne das nicht anders, ne? Das ist so, ich glaube, wenn ich es nicht hätte, würde es mir sogar fehlen. Das ist das Verrückte. Ich muss mal umrühren. Das ist das Problem. Ich kenne es halt nicht anders. Ne? Bin es nicht gewöhnt ohne. Oft kann ich die Uhr danach stellen, wenn ich mich vor etwas aufgeregt habe. Ja, habe ich auch. Sehr anstrengend, echt. Sei, wenn ich darüber nachdenke, was ja nicht stimmt ist, habe ich Bauchschmerzen. Aber wenn ich spazieren komme, ich manchmal mit dem Magen. Ja, es ist bei mir identisch. Was bedeutet es eigentlich, wenn König der Dunkelhaut aus der Spiritbox kommt? Keine Ahnung. Hat irgendeiner sagt, mach mal Licht an. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, Alexander, wirklich nicht. Ja. Label Love hypersensibel, wenn es um Krankheiten und Haustiere geht. Ja, habe ich auch. Bin super anstrengend manchmal. Das ist super anstrengend. Eine Sozialphobie. Hast du eine Mania-Mania, eine sehr ausgeprägte, dass du gar nicht raus kannst? Sozialkontakte? Oder ist das nur bei vielen Menschen? Weil ich mag zum Beispiel nicht viel Menschenansammlungen. Also ich schaffe das, ja, also ich kann auch auf Games kommen, aber ich brauche immer meine Auszeit. Ich muss immer so, muss mal raus hier. Weil das echt anstrengend ist, das ist für mich mega viel mega anstrengend. Die Geräusche, die Eindrücke, Gerüche, alles, was du hast, so. Alles, das ist super schwierig. Finde das super, super schwierig. Ja, super, super schwierig. Und da bin ich auch froh, wenn ich wieder rein. Ja, so eine Reizüberflutung, genau, dafür Reizüberflutung. Reizüberflutung, ne? Ja, dann habe ich dann noch so ein leicht ADHS-Ding, so ein bisschen immer. Ich muss ja immer in Action sein, so.
aber noch die Leichtform. Also, du hast ja alles so zusammen irgendwie, ne? So alles irgendwie zusammen. Puh, anstrengend manchmal. Anstrengend manchmal. Guten Abend, hoch, hallo Sora. Also wie bei mir, Mann, ja, wenn das bei mir auch. Ne? Echt stimmt, weil Tiere nicht sagen können, ob sie Schmerzen haben, ich bin immer direkt mit ihnen in der Klinik. Ja, das ist, du nimmst halt diese Emotionen, also bin ja sehr introvertiert, man nimmt so diese Empfindungen, Emotionen und Eindrücke viel intensiver wahr. Also viel intensiver. Wenn du irgendwo bist, du spürst sofort, es hat gut oder schlecht hier. Es ist ein angenehmer Abend oder wird es ein anstrengender Abend? Das merkst du sofort, wenn du nur so mit Freunden in der Kneipe gehst, weißt du sofort, das ist scheiße. Will hier nicht bleiben. Es befürwortet sich immer, du spürst das irgendwie, dass da was komisch ist und du wirst einfach nur wieder raus. Steffi, danke für 19 Monate, Steffi, danke schön. Ist halt total ätzend, wenn es einem einschränkt. Ja, verstehe ich, ist sehr anstrengend. Haubi, danke für 11 Monate. Jaden, ja, nur heute ist ja heute Abend EM, ja. Ja, gucken alle EM, deswegen habe ich gesagt, komm mal, ich jetzt mal eben schnell, ich habe es selber vergessen. Ja, komm, machen wir mal schnell hier. Nikolai, grüß dich, hi. Schlechte Schwinge und spüren introvertierte Menschen sofort. Ja, ich hatte heute noch was auf Insta. Zählt auch zu Sommertag, wenn man aufs Handy im Auto guckt, einem dann voll schlecht wird? Nee, das ist eher Hypochondrie. Ja, es ist eher dann Hypochondrie, hypochondrisch. Ja, hypochondrisch. Da kann es sein, dass du das mal aufgefasst hast, dass es so ist. Und diese Hypochondrie schießt dir dann nochmal einen rein. Ne? Also Hypochondrie ist ja dann auch, also somatoform ist, wenn du es körperlich ausdrückst, aber die Hypochondrie kommt nochmal vor, wenn ich dir sage, dein Handy, die Strahlung macht dir Kopfschmerzen, du kriegst Panik, weil du das gerade gehört hast, fährst mit dem Handy im Auto, bekommst Kopfschmerzen, die durch die Hypochondrie, weil du so, huah, was sind das so, scheiße Handy und Kopfschmerzen, kriegst du dann somatoform wieder. Mhm. Angst vor der Angst, Katastrophe, kenne ich. Mega anstrengend. Mega, mega anstrengend, Angst vor der Angst. Boah, Katastrophe, kann sich gar keiner vorstellen, der es noch nie hatte. Aber ich schon früh, sollte mir schon Gedanken gemacht, sagt Jane wegen Stream und EM. Ja, jetzt ist alles gut. Na. So, was schreiben wir? Ich habe eben was erlebt mit meiner Mama, eben in einem Steinladen, wo Amethyst und Bellkristalle sich, wo man kam, dann gibt es verschiedene Steine mit Energie, waren eine Menge Energieflossen. Ja, nee, das ist kein Zufall, Sora. Also es gibt bei Heilsteinen sehr viele Steine, die eine bestimmte Energie haben und uns auch helfen bei solchen Themen halt. Ne? Also ich habe mich mal vor einiger Zeit damit auseinandergesetzt, aber ich bin nicht mehr fit mit dem Thema, muss ich dir dazu sagen. Also ich habe mich früher mal sehr intensiv mit beschäftigt, aber es ist Jahre, Jahre her, aber ich weiß, dass das funktionieren kann. Ne? Feuerfuhle, ich mag keine Menschen wegen meiner Krankheiten. Ja, Menschen können scheiße sein und grausam, ne? Das ist das immer. Menschen können grausam sein und scheiße. Verwirrtes Flauschig, danke für 13 Monate. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Aber hier vorne, Frank Biene sagt nochmal, ich habe Angst vor der Angst. Oh, kann ich mega gut verstehen. Mega gut verstehen. Und dann kommt es in diese Scheißspirale. So. Dann dreht sich das nur noch um das Thema. Ich darf ja keine Angst haben, weil dann kommt die Angst. Und dann durch die Angst kriegst du die Angst wieder. Das ist das Riesenthema, ja. Kann ich auch. Ich kann mich in Sachen so reinsteigern. Zum Beispiel, wenn mich eine Biene stechen würde. Ja, ich weiß ja gar nicht. Ich habe mal einen Bienenstich sicherlich. Aber ich weiß gar nicht, ob ich allergisch drauf kriege. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also wenn mich eine Biene stechen würde, würde ich, glaube ich, dann im ersten Moment Panik kriegen. Vielleicht sogar eine Panikattacke. Weil ich nicht weiß, bin ich allergisch. Und das ist dann wieder so eine Hypochondrie, wo du so, so einen Kopf machst. Obwohl im Grunde hat sich einfach nur gestochen, ist nichts passiert. Aber in dem Zusammenhang denkst du viel intensiver über die ganze Scheiße nach. Daniel Detmel, ich grüße dich. Hi, Beobachter, hallo. Ja, also Konzerte sind auch schwierig.
Meine Mama, die soll nicht die ganze Zeit im Laden hier, nur weil sie am Schwitzen war. Weil die Energie erst an sich zieht. Das ist sehr interessant. Gehört alles zum Überthema Angststörungen. Ja, es gibt verschiedene Arten. Es gibt verschiedene Art von Ängste und so. Sind Frankenbiene, genau das ist das blöde Problem. Das ist dieser Vermeidungsprozess. Du hast nämlich gerade geschrieben, ja, wenn ich irgendwo eine Angstattacke gehabt habe, dann traue ich mich nicht mehr hin, weil es könnte ja wieder passieren. Genau, und da kommst du in diese Scheißspirale. Da kommst du nämlich genau in diese Kacke rein. Wenn du die mal im Bus hattest, die Panikattacke, dann wirst du keinen Bus mehr fahren, weil du der Meinung bist, dass der Bus was mit zu tun hat. Dann vermeidest du den Bus, dann hast du den in der Straßenbahn. Dann sagst du, okay, hat wohl was mit Fortbewegungsmitteln zu tun und dein Autofahren fängt dann auch an. Die Angststörung, die Panikattacke hat nichts gerade in dem Moment damit zu tun, wo du dich aufhaltest. Außer du bist in einem, an einem Ort, wo dir mal was sehr, sehr, sehr Schlimmes passiert ist und du bist dann da wieder. Ja? Oder du hast ein sehr schreckliches Erlebnis gehabt und da erinnert dich jetzt gerade etwas was. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es im Bus ist, in der Straßenbahn, U-Bahn, Flugzeug, im Wohnzimmer oder sowas, ist ja nicht. Ne? Aber das ist diese Riesenvermeidungstaktik, die man hat. Die Scheiße habe ich selber durch. Ich habe damals Angst gehabt, Bus zu fahren, Straßenbahn, U-Bahn, Zug, Fliegen, überall totale Panik gehabt. Und dann habe ich das vermieden so, aber Fliegen bin ich trotzdem gewesen. Aber ich habe es immer vermieden, so krass, es gilt vermeiden. Lieber laufen, anstatt in den Bus einsteigen. Bis ich dann mal gecheckt habe, der Bus hat da gar nichts mit zu tun und die Bahn. Aber das dauert erstmal. Das dauert erstmal. Ich kannte einmal, der konnte nirgendwo wohnen, wo nicht fußläufig in der Nähe ein Krankenhaus war. Der musste mal gucken, dass ein Krankenhaus in der Nähe war, denn wenn ihm mal was passiert, kann er ja schnell hin. Das ist so ein Ding gewesen. Der konnte auch nie in einem außerhalb eines bestimmten Radiuses um ein Krankenhaus sich aufhalten. Hat der Panikattacken gekriegt. Ne? Hat dann aber irgendwann mal kapiert, so, dass das ja scheißegal ist, wo du bist. Irgendwie wird mir ja schon immer irgendwie geholfen. Und warum sollte mir jetzt was passieren, dass ich hier sterben werde, während ich spazieren gehe, irgendwie in der Innenstadt? Das sind so Sachen. Ne? Ja, elevated bei Angststörungen muss man sich seinen Ängsten stellen. Ist wirklich voll wichtig. Ja? Genau, sonst hilft es sehr gut, dann mache ich jetzt immer. Genau, das ist das. Aber das muss man lernen. Ne? Das muss man lernen. Zu verstehen, dass die Angst, die du jetzt gerade bekommst, eigentlich nur ein Gefühl ist, was du hast. Ja, das Kapieren, was im Körper jetzt gerade vor sich geht, warum der Körper so reagiert, aber auch verstehen, dass es ja wieder weggeht. Du kannst ja nicht an der Panikattacke sterben, auch wenn es sich so total übel anfühlt und du wirklich gerade das Gefühl hast, du stirbst. Aber es passiert nicht. Und auch wenn man sagt, mein Herz schlägt viel zu schnell, ja, lass es doch schlagen, das schafft das schon. Wenn du mal richtig schnell rennst, packt dein Herz das auch, ne? Aber das muss erstmal da oben Klick machen. Ne? Habe ich wieder gelernt, Bus und Bahn, wenn es so voll ist, steige ich nicht ein. Ja, ich mag das auch nicht so. Maja, gibt ja Leute, die gehen gerne auf Konzerte, ich komme da nicht klar, Menschenauflauf schmeckt nicht. Ja, Konzerte, ich war ja auf einem Contra-K-Konzert, aber ich hatte ja Loge, ich war ja nicht in der Masse. Ne? Ich war ja nicht in der Masse, ich war ja nicht drin, dann geht das. Ne? Hallo Hexe Nathalie, ich brauche mal physischen Abstand zum anderen. Ja, ich schaffe es eine Zeit so, ja. Also ich schaffe zum Beispiel, wenn Gamescom ist, das kriege ich schon hin, weil dann kann ich mich drauf vorbereiten. Viel Menschen, viel Auflauf und dann geht das schon, dann kann ich das eine Zeit, aber dann immer wieder, ich muss einen Cut setzen und raus da. Einfach nur raus und Luft schnappen wieder. Puh. Nicht immer einfach, nicht immer einfach. Beowulf, grüß dich, hi. Also das ist so, es ist nicht easy. Es ist nicht easy, es ist nicht easy. Wer hat denn von euch auch so einen Scheiß? Ich nenne es Scheiß, weil ich selber hatte. Deswegen darf ich da auch Scheiß sagen. Wer hat denn von euch so einen Scheiß? Irgendwie Hypochondrie, so ein Kack zum Beispiel, Somatoform, generalisierte Angststörungen, Depressionen und alles, was da so zusammengehört. ADHS und Diskothek kickt. Ich habe ja nur so eine leichte ADHS. Das geht bei mir.
Oliver, ich sammle Diagnosen wie Pokémon-Karten. Ja, konnte ich damals auch. Ich habe die mal dann getauscht. Ich kann das heute noch gut. Sehr anstrengend. Sehr anstrengend ist das. Ist sehr anstrengend. Tesi, ich habe eine Frage, weil ich damals auf YouTube angeguckt habe, lange nichts mehr Behind You verfolgt. Da passiert auch nichts mehr auf YouTube. Und der, mit dem ich das gemacht habe, der, mit dem ich schon Jahre nicht mehr befreundet. Jahre schon nicht mehr. Frankenbiene, Depression und Angststörung hast du, okay. Es ist echt so, dass sehr, sehr viele sowas haben, ne? Sehr, sehr viele. Erdnuss hab nix. Erdnuss hasse. Du hast Erdnüsse. Feuerpfote, ADS und geistige Behinderung körperlich. Okay. Sind viele. Wir sind viele hier. Das finde ich ja mal ganz nett, so, dass wir echt viele sind, dass wir so ein bisschen auch Auffangbecken sind, so, ne? Angststörung ist so scheiße, ne? Boah, ich habe jahrelang den Kack gehabt. Und ich kann immer nur sagen, für die Leute, die so eine Angststörung hatten, ich hatte eine generalisierte, das war schon richtig Ding, richtig drin so, richtig schon eingefleischtes Ding, weil ich das nicht mehr anders kannte. Und wo die Angststörung weg war, hat mir was gefehlt. Da hat mir richtig was gefehlt. Weil das gehörte schon zu mir. Ich kannte das nicht anders. Das war total ungewohnt, wo das nicht mehr war. Ich kam da erstmal gar nicht drauf klar, weil ich einfach immer nur das so kannte. So. Und ich kannte das nicht anders. Es war immer dabei, mein Leben. Und dann war es auf einmal weg. Also super anstrengend gewesen. Aber danach hast du das dann verstanden irgendwo, ne? Ne? Und dann hast du es irgendwann mal kapiert, so. Borderline, Panikattacken, Angstzustände. Aber, ja, und ich habe brutal Angst vor Krankheiten, ne? Brutal, Beowulf schreibt es auch gerade. Brutal Angst. Ganz übel. Wenn ich Schnupfen habe, sterbe ich halt. Also, das hat nichts mit Männergrippe zu tun. Das ist Schwachsinn. Also wenn da einmal einer sagt, das ist Männergrippe, ist nichts Männergrippe. Das war ganz anderes. Das ist diese Hypochondrie. Du übertreibst schon gleich so, ne? Also wenn ich, ich muss nur ein Tier stechen. Und ich weiß nicht welches. Das ist der Horror für mich. Das ist der Horror. Da sterbe ich gleich, weil ich weiß nicht, was gewesen ist. Das ist übel. Das ist richtig übel. Da komme ich erstmal, da komme ich gar nicht drauf klar. Also super schwierig. Ich kann mich da richtig reinsteigern, ja. Kann mich da richtig reinsteigern. Aber eins kann ich sagen, Leute, ganz wichtig, wenn die Leute, die hier so eine Angststörung haben, ganz wichtig, ich kann euch das auch nur sagen, weil ich selbst ein Betroffener war. Nur, ich finde, nur jemand, der es selber hatte, kann auch echt mal einen Tipp geben. Und alle, die noch das noch nie hatten, finde ich sehr schwierig, da Tipps anzunehmen. Aber wenn jemand eine Angststörung hatte und gibt dir einen Tipp wie ich, dann ist das echt schon mal anderes. Ich kann euch wirklich nur, wirklich als Tipp geben, lerne deinen Körper zu verstehen. Jetzt fragen Sie, ich kenne meinen Körper, das ist ein Arm. Nein, ich meine, lerne richtig deinen Körper zu verstehen. Lerne dich mal ein bisschen, guck dir mal ein bisschen dein Herz an, wie arbeitet das Herz, wie stark ist dein Herz, was kann es alles aushalten. Setz dich dann einfach auch mal mit Serotonin auseinander. Was ist denn das eigentlich? Wie entsteht denn eine Angst? Wie entsteht denn körperlich eine Panikattacke? Das mal lernen und wirklich mal sich da durchzulesen, wie entsteht denn eigentlich eine Panikattacke? Und was passiert im Körper? Das hat mir unheimlich geholfen, zu verstehen, dass das einfach nur jetzt gerade so eine chemische Reaktion ist, weil der Körper gerade der Meinung ist, der ist im Gefahrenzustand. Wenn das da oben mal Klick gemacht hat, ja, dass du dir sagst so, es passiert nichts. Aber das habe ich erst kapiert, nachdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie das funktioniert. Wie funktioniert eine Panikattacke? Was macht der Körper? Warum macht es der Körper? Wie reagiert der Körper? Das habe ich mir intensiv durchgearbeitet. Und dann irgendwann mal hat es Klick gemacht und habe gedacht, was ein Schwachsinn eigentlich. Ich habe davor Angst, vor diesem Gefühl. Es ist ein Gefühl. Es schadet mir nicht körperlich. Und das musste erstmal so ein bisschen Klick machen. War nicht einfach. Weil ich mich da wirklich lange mit auseinandergesetzt habe. So, ne? Aber was ich nicht wegbekommen habe, das ist somatoforme Störungen und Hypochondrie habe ich nicht wegbekommen. Aber ich bin ehrlich, das ist auch nicht tragisch. Das engt mich nicht im Leben ein. Der Danny hat dasselbe, Danny Idok hat das Gleiche. Und wir lachen uns immer tot.
Also wir nehmen uns gegenseitig aufs Korn, wenn er meinte, du, ich glaube, ich habe COPD. Und dann meine ich, warum? Ja, ich habe irgendwie gemerkt, ich kriege die letzten Tage so schlecht Luft. Und dann, ja, dann, ich habe auch schon gegoogelt und dann schreibe ich dann, ja, okay, ist ja kein Wunder, wenn du gerade erkältet bist. Und dann, das geht dann hin und her, der eine jagt dem anderen dann wieder einen rein, so, was ein Schwachsinn, du bist dämlich. Also ist, das hilft ungemein, wenn du anfängst, das ein bisschen humorvoll zu sehen, wirklich, das hilft. Wenn du das anfängst, humorvoll zu sehen und dem Thema die Angst nimmst, ja, ja, das ist das. Ne? Angst vor den Blicken kann man sich nicht so leicht wegdenken. Ich glaube, was das Wichtigste letzten Endes ist, eine scheißegal Einstellung, Feuerfoto. Eine scheißegal Einstellung. Ich glaube, erst wenn du die scheißegal Einstellung hast, sind dir die Blicke eh scheißegal. Ich glaube, das ist das, wo man dran setzen muss. Scheißegal, was du sagst. Du musst nicht mein Freund sein. Ich will dich nicht kennenlernen. Wenn du guckst, guckst du, ist mir scheißegal. Ich habe so viel Selbstvertrauen. Wenn du Probleme damit hast, ist das nicht mein Problem. Ne? Also auf jeden Fall. Ich habe Angst, dass mir auf der Arbeit wieder eine Angstattacke bekommen, dann wieder depressiv werden. Und das Gefühl der Angst ist ekelig. Ja, aber du musst dich fragen, warum solltest du denn da wieder eine kriegen? Was wäre denn der Hintergrund? Je mehr du dich damit beschäftigst, na, ist so. Je mehr ich mich mit dem Thema Essen beschäftige, umso mehr Hunger kriege ich wieder. Das ist identisch, ne? Es ist identisch. Ja. Ja, Kirito, alles blöd, ne? Oh Mensch. Sora, ich habe zum Beispiel Angst wegen Abnehmen. Das fällt mir extrem schwer. Die Angst vor Spinnen. Wenn ich mich vor Wasser schrecke oder Panik bekomme, weine ich manchmal. Aber weinen finde ich nicht schrecklich. Ich finde ich nicht schlimm. Weinen ist ein sehr guter Vorgang, Sachen besser zu verarbeiten. Ne? Sachen besser zu verarbeiten. Aber ich hatte das auch als junger. War ich junger? Das wollte ich jetzt sagen. Keine Ahnung, was auch gerade raus. Ja, genau, da hatte ich eine Phase, dann konnte ich auch niemanden anschauen. So. War mal so eine Selbstschämphase irgendwie. Also wenn man überlegt, bei mir hatten sie damals generalisierte Angststörung diagnostiziert, somatoforme Störungen, eine lavierte Depression, leicht ADHS, aber so die Leitform. Das war eigentlich schon, ne? Generalisierte Angststörung, lavierte Depression, somatoform, Hypochondrie und leichtes ADHS. Also auch so Package von 5. Und was habe ich heute noch? Ein bisschen Hypochondrie und ein bisschen somatoform. Aber ansonsten komme ich gut klar. So, ne? Körperdrücktheit in der lavierten Depression. Alles körperlich aus. Also ich trage alles auf körperlicher Ebene aus. Also nicht so auf seelische, körperlich. Ne, wo manche dann wirklich bei einer Depression dann auf dem Sofa sitzen, gar nicht hochkommen, dieses Wumm, Up und Down haben, kenne ich ja gar nicht. Bei mir ist dann sofort, oh Gott, Muskelkrämpfe und so ein Scheiß halt. Ne? Das ist dann, ne? Also alles doof. Alles doof. Alles doof, braucht kein Mensch sowas. Ne? Trink noch meinen Kaffee aus, dann starten wir ein bisschen. Ne? So, Gruseline kommt auch noch rein, grüß dich. Oh, alles scheiße sowas. Ne? Braucht kein Mensch. Ja, Google ist eh der falsche Ansprechpartner. Also wenn ich bei Google ein Symptom eintippe, bin ich tot. Bin ich eigentlich schon weggetreten. Also ich habe mal einen COPD-Test gemacht. Da habe ich einen COPD schon nach der Umfrage. Ich habe mal einen Parkinson-Test gemacht. Ich habe Parkinson dann auch. MS, Multiple Sklerose, habe ich auch schon mal gehabt. Also die Tests, da ist immer irgendwas. Immer irgendwas. Welchen Test für Dämlichkeit macht, würde ich da auch noch volle Punkte kriegen. Aber ich weiß noch gar nicht, Sora. Keine Ahnung, war ich da noch gar nicht so beantworten. Aber das ist wirklich sehr anstrengend, sowas. Das ist echt anstrengend. Aber, na, leicht kann jeder, ne? Leicht kann auch jeder. Man wird richtig mischugge. Ah, super nervig.
Ja, ich bin leider ein Mensch, der in seinem Leben schon, ich glaube, zu jeder Krankheit einen Online-Test gemacht hat. Ist kein Witz, ey. Ich glaube, ich habe zu jeder Krankheit schon einen Online-Test mal gemacht. Und überall volle Punkte, so nach dem Motto. Ja. Ja. Ganz, ganz nervig. Erste Ausnahme, Dankeschön für 2 Jahre. Ganz liebes Dankeschön. Ganz liebes Dankeschön. Ja, leicht wäre einfach, ne? Leicht wäre schon einfach. Aber hab da einmal früher voll, aber war halt natürlich alles die verdammte Kindheit, ne? Ja. Ist mein Pipi mal zu klein, Online-Test. Da habe ich auch volle Punkte. Volle Punkte. Minusbereich. Aber das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ja. Gedanken will ich noch machen, wenn du einen Schwangerschaftstest bestehst. Will ich auch noch Punkte kriegen. Nee, der war lustig elevated. Ich fand ihn gut. Der elevated Witz war gut. Ich habe sehr starke Migräne und die gehen mir auf die Psyche. Bin schon dabei, mir Hilfe zu holen, dadurch meine Depression schlimmer wird. Boah, Migräne stelle ich mir auch ganz schrecklich vor, ne? Dann auch mit Aura und sowas. Boah, das kann man sich, glaube ich, auch nicht vorstellen, wenn du noch nie Migräne hattest, du. Andreas Nackner, ich danke dir für 26 Monate. Ich grüße dich, hi. Kann man sich auch, glaube ich, nicht vorstellen, wie Migräne ist. Ich wollte ja mich ganz gerne, also wie schon gesagt, für die, die jetzt noch reingekommen sind, wir machen heute nur bis 8 Uhr, weil ich habe vergessen, dass heute Abend EM-Fußballspiel ist und da gucken ganz viele und dann ist heute Abend die Michel Totentanz und da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt gar nicht streamen komme, schmeiße ich eben die Mofa an, haue ich das noch hinter der Arbeit schnell rein und dann gucken wir mal, ob wir da was bekommen. Ich würde nämlich gerne nochmal den Fall Jatloff-Pass nochmal kurz rangehen, weil nämlich wer war nicht bei dem Fall Jatloff-Pass mit dabei? Wer war da nicht bei gewesen? Naja, alles gut, hier sind, Gebäude ist noch besetzt um die Uhr. Das habe ich jetzt selber gerade erschreckt. Nee, Gebäude ist ja noch besetzt. Also Jatloff-Pass, ganz kurz zusammengefasst, das sind diejenigen vom Jatloff-Pass. Es ist ein ganzes Team unterwegs gewesen. Ich schiebe das mal ein bisschen runter. Also dieses Team von Menschen waren auf einer Wanderexpedition. Und die sind alle, bis auf eine Person, gestorben. Einer der mysteriösesten und ungeklärtesten Fälle, die es noch so gibt. Man denkt sich letzten Endes, ja, vielleicht Lawine oder sowas. Nee, wurde alles niedergemälzt, nicht möglich. Also folgendes, die sind auf dieser Wanderung gewesen, diese netten Menschen, die du hier siehst. Und die sind bei minus 25 bis minus 30 Grad nachts aus dem Zelt raus. Aber nicht durch den Zelteingang, sondern haben mit einem Messer eine Öffnung in das Zelt geschnitten und sind bei minus 25 bis 30 Grad in zum Teil Unterwäsche und Socken spärlichst bekleidet rausgerannt. Zum Teil einer hatte nur eine Socke an und sind dann rausgerannt. Jetzt ging man von aus, dass es vielleicht eine Lawine gewesen sein könnte. Nee, Lawine war es nicht, weil die haben nämlich festgestellt, dass die Skistöcker noch ganz normal noch zu sehen waren und die höchstens nur ein paar Zentimeter bis zu 10 Zentimeter unter dem Schnee eingeschneit waren. Wo man eigentlich gedacht hat, ja, vielleicht ist es ja eine Lawine und sind deswegen rausgerannt. Nee, war nicht der Fall. Genau, fast unbekleidet raus. Genau, und Lawine hätte man gesehen. Genau, vollkommen richtig. Dann haben die aber nachher dann die Leichen gefunden. An einem Baumrand, also so einem Waldrand, hat man dann in einem höheren Bereich des Baumes Muskelgewebe und Fleischfetzen gesehen, am Baum oben. Könnte man von denken, ja, vielleicht hat die ein Tier gejagt. Aber keiner hatte Bisswunden und auch keiner hatte irgendwie Verletzungen menschlichen Ursprungs. Habe ich auch erst gedacht, ja, vielleicht war ein Bär oder sowas. Nee,
nichts zu sehen gewesen. Also man hat das nicht feststellen können bei den Obduktionen. Was interessant ist, einer Person dieser Expedition fehlte die Nase und die Augen. Aber es sind sonst keine Bissspuren oder sonst was gefunden worden, wo man sagen könnte, das hat ein Tier verursacht. Es wurde nichts gefunden. Man hat sich das ja angeschaut und die haben sich überlegt, wie können die Augen davor aus sein? Und bei manchen fehlte wirklich Hautfetzen am Körper. Aber auch hat man nicht erkennen können, dass das irgendwie ein tierischer Angriff oder so gewesen ist. Sehr merkwürdig alles, ne? Und dann haben wir da einen Jenseitskontakt mal zugemacht und das ging alles immer mehr so in dieses Richtung. Es war das Dunkle, die etwas Negatives. Was interessant ist, die Ureinwohner, beziehungsweise geschichtlich gesehen, ist dieser Jatlov-Pass schon immer ein interessanter Ort gewesen, weil man dort auch schon rote Kugelblitze irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, immer mal sehen konnte. Und man geht von sogar aus, dass vielleicht ein UFO gelandet sein könnte und das vielleicht verursacht haben könnte. Wir haben uns den Fall angeschaut und es kam immer wieder das Thema Böse, das Dunkle. Ja, also sehr interessant. Wenn du überlegst, wir haben das ja reflektiert, wenn wir im Zelt sind, wann würden wir bei minus 25 bis 30 Grad aus einem Zelt freiwillig mit Unterwäsche rausrennen? Freiwillig niemand. Da muss schon was ganz Krasses sein. Was ganz Krasses. Ja, wenn ja ein Bär vor deinem Zelt stehen würde, würdest du jetzt gerade nicht rausgehen? Wenn du draußen bist, dann bleibst du im Zelt und hältst dich ruhig. Und rennst nicht panisch raus. Das ist das, ne? Wenn es eine Lawine sein würde, würdest du das Geräusch hören. Aber es war ja keine, weil nichts zu sehen gewesen ist. Ja, genau, die hatten Todesangst. Und wir haben uns da so ein bisschen mit beschäftigt. Es kam immer wieder so Dämon, Dämonen, etwas Böses. Jetzt die Frage, was war genau dieses Dämonische? Ne? Das ist das Spannende und da würde ich gerne nochmal rein und da nochmal schauen, ob wir vielleicht dann nochmal was draus machen. Ich fand das so ultra spannend und da würde ich nämlich sehr gerne nochmal gucken, ob wir da nochmal vielleicht nochmal eine Info rausbekommen. Ne? Ja, das ist das. Eine gute Frage. Um eine Angststörung, eine Panik zu bekommen. Deswegen fand ich das Thema ganz spannend vorne mit Panikstörung und sowas. Um sowas zu bekommen, Angst zu bekommen, in einer Gruppe mit 9 Personen, Leute, in einer Gruppe von 9 Personen ist immer, statistisch gesehen, immer 1 oder 2 Personen bei entspann dich doch mal, bleib mal hier. Nee, war nicht in der Gruppe. Die sind alle panisch raus. Das, was die dort erlebt haben müssen, muss so krass und übel gewesen sein, dass die freiwillig in den Tod rannten. Freiwillig. Wir gehen nochmal Theorie-Dings nochmal über. Nochmal in die Theorie-Lawine. Wenn du sie hören würdest, ja, du würdest die Lawine hören, würdest du ja erst gucken, wo ist die Lawine? Und dann würdest du rennen. Nur weil du etwas hörst, ein Grollen, rennst du nicht freiwillig aus dem Zelt unbekleidet. Du weißt ja noch gar nicht, was passiert. Du musst dir erstmal einen Überblick verschaffen. Was ist denn hier los? Und dann flitzt du los. Wir reden von 9 Personen. Ein Tier, wie gesagt, rennt nicht 9 Personen unbekleidet aus dem Zelt raus. Das, was die gesehen haben, muss sehr heftig gewesen sein. Und in den Untersuchungen, die wir hatten, kam halt dieses Thema immer wieder Dämon. Mega spannend. Ne? Und da möchte ich jetzt mal reingehen. Da gehen wir jetzt bis 20 Uhr mal durch. Ich mache mal eben mein Handy mal eben kurz aus, denn für die Spirit Talker brauchen wir das nämlich nicht. Dann mache ich hier mal eben alles aus. Ding, 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 ding. Ich habe so gepfiffen. Ne? Also es ist wirklich so, so geil. Ich muss euch das kurz zeigen, bevor wir reingehen. Ich muss euch das zeigen.
So, ich habe das heute gepostet. Okay, warte, ich habe das gepostet. Also das hier. Ich habe sie gerufen, aber es war leider eine Taube. Ich habe sie gerufen, aber es war leider eine Taube. Mir haben Menschen geschrieben, ob ich Tauben nicht mögen würde. Tauben sind auch Geschöpfe, die wollen auch gemocht werden. Ob ich gegen Tauben bin. Also ich habe echt einige Nachrichten bekommen. Ne? Ich habe sie gerufen, aber es war leider eine Taube. Also ich fand den so flach gut. Es sind wirklich viele, die mir da geschrieben haben. Und liebe Leute, ich mag Tauben. Ja, ihr habt dann einfach nur den Witz nicht verstanden. Ja, taub, Ohren zuhalten. Ja, also da waren wirklich, da war eine Nachricht, die war schon ein bisschen unverschämt. Tierquälerei und so. Und das hat doch, wie war das so nach dem Motto, sind ja auch Lebewesen, ein Lebewesen, Gott erschaffen und ja, verdammt, das ist eine Taube und da war ein verdammter Witz. Ja, ich habe sie gerufen, aber es war eine Taube. Ja, und ich hatte ja letztens auch schon mal was. Es Pferd. Hatten auch vor viele nicht gecheckt. Also ich habe da ein Pferd hingemacht und dann es Pferd. Und dann kam dann nachher, Pferd schreibt man anders. Das ist doch, was ist das für eine Rechtschreibung? Es Pferd. Kapiere ich nicht. Ich so, es Pferd. Pferd. Ich glaube, ich habe das Pferd sogar auf dem Auto gestellt. Ja, genau. Das Pferd habe ich genommen und auf dem Auto gesetzt. Und dann es Pferd. Wenige haben es gecheckt. So. Der war so gut flach. Der war richtig flach. Der war flacher wie flach. So, ich wechsle mal meine Audioquelle eben. Der war ultimativ flach. Ja, genau wie Dawama-Hirn. Genau, das ist auch Darkness. Da würde ich auch schreiben, was ist denn Dawama? Da würde ich auch sagen, was ist das, Darkness? Auch vor viele, ne? Ja. Sorry, ich mag Leute nicht, die sich wegen Rechtschreibung aufregen. Es gibt Leute, die können nichts dafür. Ja, ist auch so. Du darfst da nie jemanden irgendwie blöd anmachen oder dich lustig machen über eine Rechtschreibung. Unverschämt. Ich finde das unverschämt. Das ist wirklich unverschämt. Das macht man nicht. Das hat einen Grund, Leute. Das hat einen Grund. Da kannst du nämlich dich ganz schön mit auf die Fresse aufs Glatteis legen. Jetzt überleg mal, du siehst hier jemanden im Chat, der schreibt richtig schlecht von der Rechtschreibung. Die Wörter stimmen vorne und hinten nicht. Und du machst dich nutzig. Ich kann sie nicht richtig schreiben. Mein Gott, der Rechtschreibung ist ja schlimm. Und dann erfährst du, oh sorry, ich hatte aber leider einen Schlaganfall. Seit dem Schlaganfall kann ich das nicht und ich muss das wieder lernen. Und dann stehst du da. Und das ist, denke ich, mega ultra peinlich. Ja. Oder dann hast du da eine Autokorrektur. Und dann machst du einen auf Besserwisser-Mensch. Ne? Ganz schrecklich. Oh, damit kannst du dich aufs tiefstes Glatteis legen. Ne? Ja. Das ist so. Ich habe eine Kollegin, deshalb vergesse ich bei immer die extra Kommas, Wechsel, Groß- und Kleinschreibung. Ja, okay. War mal wie, Sarah, du hast den, hast du das mit der Taube nicht verstanden, Sarah? Hab den Witz zwar nicht verstanden, aber manche übertreiben wirklich. Sarah, hast du den mit der Taube nicht verstanden? Ja, Legasthenie haben vor viele. Ja, ich muss eben kurz Sarah fragen. Ich glaube, sie hat das mit der Taube nicht verstanden. Sarah. Na guck mal, dafür habe ich eine Dyskalkulie. Ja. Nee. Warte mal, du hast den. Sarah, warte mal. Sarah, du hast den jetzt erst kapiert mit der Taube? Sarah. Sarah. Taub, nichts hören. Schnapper, du. Ja, deswegen hast du auch das Lost tätowiert, ne? Deswegen hast du auch Lost tätowiert. Hat schon seinen Grund. Unfassbar. Die macht mich fertig, die Frau. So,
Okay, und dann würde ich sagen, wir nehmen mal das Handy mit rüber, denn wir brauchen, ich will nämlich gleich das Portal einmal anschließen. In Limburg wollen sie Tauben töten und das Genick brechen, das ist erschrecklich. Ah, das ist, ach nee, ist nicht okay. So, okay, wir gehen erst einmal eben. Hier mit drüber, genau, das machen wir mal eben ganz kurz. Ey, ungewohnte Uhrzeit für mich, du. Ungewohnte Uhrzeit. Aber könnte man sich dran gewöhnen. Da kann man sich dran gewöhnen. So. So dann. Also der Kaffee tat gerade gut nach der Arbeit, du. Zu Hause erst nochmal entspannt duschen und dann. Was ich auch spannend finde, die Lightboards sind in letzter Zeit auch nicht wirklich großartig eingegangen. Ach, ich habe mal, weil ich kurz noch erzählen wollte, ich habe mal was bei Temu bestellt. Ich denke mal, die einen oder anderen haben sicherlich auch schon mal bei Temu irgendwas bestellt. Ich habe jetzt bei Temu was bestellt. Also, ich empfehle nur richtig lesen. Ne? Richtig, richtig lesen. Ich habe zum Beispiel zum Tätowieren eine Übungsfarbe. Die würde ich zum Beispiel nie jemand irgendwie in die Haut tätowieren, die Farbe. Aber für Kunsthaut ist die super. Ne? Also für Kunsthaut super. Und ich so, boah, ist ja günstig. 4 €? Okay, reicht ja für so eine Kunsthaut. Ne? Ist nicht REACH-konform, darf sie niemand unter der Haut pränkeln. Aber für Private zum Kunsthaut-Tätowieren, super. Ja, super. Bestellt für 4 €. Kannst du nichts falsch machen? Ja, klar, kannst du. Die Flasche war so groß. Also die Flasche war so kleiner wie dieses Odol-Ding hier. Kleiner. Voll verpellert. Vitrana, danke für 16 Monate, Vitrana, dankeschön. Und Kantin, danke für 11 Monate, ganz liebes Dankeschön. Ja, dann hatte ich zwei Real Skin bestellt. Also Real Skin ist eine Kunsthaut, die ein bisschen dicker ist, so 3 mm ungefähr, weil die ich sonst habe, hat immer so 1,5. Naja, boah, der ist auch günstig, du. 1,50, so eine Real Skin, das ist ein Mega-Schnapper. Ich dann bestellt, aber habe dann die falsche bestellt und die war, ja, ich glaube, so die Hälfte von der Lasagneplatte dick. Ja, ja, das ist ja total falsch geschrieben, die ist total, und die eine Seite war eingerissen, habe ich dann da hingeschrieben, so, also kannst du dann so einen Mängel angeben, wird Geld wieder gut geschrieben, da stand da, ja, können sie behalten, die Ware, können sie entsorgen oder recyceln, viel Spaß damit, hast du Geld wieder gut geschrieben gekriegt, so, okay, cool. Fand ich jetzt nicht schlecht, ne? Fand ich jetzt nicht schlecht, ne? Ah, so, okay, dann würde ich mal sagen, geh mal in den Jetlove-Pass mal rüber. Ich muss einmal eben da die Namensliste mir eben kurz mal holen. Ich brauche noch mal die Namen von den Teilnehmern, die da mitgedüst sind. Ah, habe ich hier schon gefunden. Teilnehmer der Unglückswanderung. Das muss ich mal eben hier kurz. Bina, ich danke dir sehr für die 200 Bits. Ganz liebes Dankeschön von mir zu dir. Ich danke dir. So, danke dir. Okay. Notiert haben wir es. Warum leuchtet die Lampe noch? Okay. So, Name notiert. Dann würde ich sagen, dann können wir reingehen. Ein bisschen dunkel. Oh. Ach so, mal die andere. Ja, also mein Magen ist nicht so fit heute. Ach, echt übel. So. Also, dann gehen wir mal rein.
und schauen, ob wir da was haben. So, okay. Ich rufe heute hinaus in die geistige Welt zu unseren verstorbenen Freunden, zu denen, die im Jenseits anwesend sind. Ich möchte heute an diesem Abend hier, wo ich mich in diesem Raum aufhalte, Kontakte aufnehmen zu denen, die damals am Jetlof Pass ums Leben gekommen sind. Es sind Teilnehmer wie der Gruppenführer Igor Djatlov, Juri Doroschenko, Ljudmila Dubinina, dann haben wir Alexander Kolivatov, Zinaida Kolmogorova, Georgi Krivonitschenko, Rostem Slobodin, Semyon Solotarev, Nikolai Thibaut Brenjol. Wenn einer von den Teilnehmern mich hören kann oder jemand anderes aus der geistigen Welt, bitte ich dich, mit mir in den Kontakt zu gehen, um mehr über diesen Fall erneut erfahren zu dürfen. Ihr habt die Möglichkeit, über dieses Ouija-Brett mit mir zu kommunizieren, hinten diese Lampe zu benutzen, dass sie einfach angeht. Was für ein Geräusch? Das haben wir ein Schmatzen angehört. Keine Ahnung. Wie ein Schmatzen. Ihr könnt auch, wie gesagt, Geräusche im Raum machen, über das Ouija-Board kommunizieren mit mir, die Lampe benutzen, die kleinen Lightballs oben einschalten. Wenn jemand aus der geistigen Welt da ist, von unseren verstorbenen Freunden, dann macht euch jetzt bitte bei mir bemerkbar. Ich möchte aber sehr gerne die Teilnehmer der Unglückswanderung vom Jetlof Pass damals in meinem Kontakt haben, 1959. Ist jemand anwesend, dann gebt mir bitte jetzt und hier ein Zeichen, was ich sehen und hören oder auch nur sehen oder auch hören kann. Sind Teilnehmer der Expedition 1959 vom Jetlof Pass da und können mich hören? Ich rufe die verstorbenen Teilnehmer der Jetlof-Unglückswanderung 1959. Igor Djatlov, Juri Doroschenko, Juri Doroschenko, kannst du mich hören? Hatten wir den nicht letztens auch? Juri Doroschenko, bitte bestätige durch ein Zeichen im Raum, dass ich mit dir im Kontakt stehe. Okay. Wow. Aber ein sehr, sehr intensives Sein. Juri Doroschenko, ich begrüße dich. Ich danke dir für dein Kommen und für deinen Kontakt mit mir heute. Wie du mitbekommen hast, bin ich gerade dabei, Informationen über die Unglückswanderung herauszubekommen. In meiner letzten Sitzung hieß es, dass etwas Dunkles, man nannte es ein Dämon, bei dieser Unglückswanderung anwesend gewesen ist. Kannst du das bestätigen nochmal? Kannst du das visuell bestätigen? Es hieß ja, dass etwas Dämonisches sein würde, was irgendwie euch in diese Angst getrieben hat. Bestätige es einfach mit Licht oder etwas, was wir hören können im Raum. Wie geil ist das denn? Aber wieder, es ist wieder dasselbe Thema. Ne? Und ich meine auch, dass wir mit dem Juri Doroschenko das letzte Mal auch den Kontakt hatten. Juri Doroschenko. Wie auch in der letzten Sitzung kam es darauf hinaus, dass etwas Dämonisches dort gewesen sein soll.
Ist es das, wovor ihr solche Angst hattet? Das Böse war bei das Böse war bei uns. Wie sieht das Böse aus? Guck dir das mal an, das ist wirklich Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ist das eine Energie? War es etwas, nennen wir das Böse hier bei uns Dämon? Guck dir das mal an, das ist doch wirklich krass, ja. Juri Doroschenko, konntet ihr das Böse sehen oder war es ein Gefühl? Wenn ihr das sehen konntet, benutze bitte das Licht. Das ist doch not normal. Ich versuche nochmal die Frage erneut zu setzen. Wenn ihr das Böse sehen konntet, benutze die Lampe. Konntet ihr das Böse sehen mit euren eigenen Augen? Konntet ihr spüren und fühlen, dass das Böse bei euch war? War es ein Gefühl von Angst, was ihr von jetzt auf gleich bekommen hattet, weil ihr gemerkt habt, dass sich alles verändert? Alles, das Gefühl, die Umgebung. Ja, das ist das. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er gesagt hätte, wir haben es gesehen. Das muss ja eine Massenangst gewesen sein. Die müssen ja alle Identisches erlebt und gefühlt haben. Sonst würden keine 9 erwachsenen Menschen im Grunde, ja, wie soll ich sagen, das aus dem Zelt stürmen. Das ist das Wilde an dieser Sache. Igor, Juri Doroschenko, eine Frage, die ich habe. Was hat bei einer Person von euch die Nase und die Augen entfernt? Was war das? War es ein Tier? Nein. Also kannst du es bestätigen, dass es kein Tier war, was die Nase und die Augen sich geholt hat? Guck mal, das ist wirklich eine komplett konstante Kontaktaufnahme. Also es war kein Tier, was die Augen rausgeholt hat und die Nase entfernt hat. Benutz immer das Licht für Bestätigung. Aber das hat ja im Grunde die Frage ist eigentlich überflüssig, weil die Obduktion ja eh ergeben hat, dass es keinen tierischen Einfluss gegeben hat und auch keine menschliche Gewalteinwirkung. Das ist ja noch das Verrückte. Es muss eine sehr starke, extreme Einwirkung von Kraft gewesen sein, die nicht menschlichen Ursprungs gewesen ist. Und dann hast du jetzt diesen Fall, dass es dann heißt, dass diese Menschen von etwas, vor etwas so eine krasse Angst hatten, dass sie freiwillig in den Tod rannten. Das musst du mal überlegen. Jetzt überlege, ein ganzes Hochhaus rennt freiwillig nach draußen, obwohl minus 30 Grad ist, in Unterwäsche und Co. Da muss dann was Extremes sein, wo alle gerade wussten, was los ist. Und das ist wirklich echt heavy. Echt heavy. Aber das geht immer wieder auf dieses Thema, ne? Juri Doroschenko, weißt du, warum bei einem Expeditionsmitglied von euch Nase und Augen entfernt wurden? Dann mach bitte das Licht an. Weißt du, warum die Nase und die Augen fehlten? Dann schalte das Licht ein. Weißt du, warum an einem Baum Muskelfasern und Hautfetzen hängen? In einer höheren Höhenlage. Weißt du, warum an einem Baum Haut und Muskelfetzen gefunden worden sind?
noch nicht. Das musst du dir mal vorstellen. Da muss wohl einer entweder auf einen Baum geklettert sein. Und das ist ja das auch, ne, was die auch gesagt hatten. Es kann sein, dass einer auf einen Baum hochgeklettert ist und sich dabei so verletzt hat, dass Haut und das Hautreste hängen geblieben sind. Aber die Muskelfasern haben sie nicht verstanden. Warum hängen am Bauch Muskelfasern? Das heißt, dass eine Person letzten Endes so starke Verletzungen schon gehabt haben muss, dass diese am Baum hängen. Aber das Wilde an der Sache ist, man geht ja dann wieder von aus, ja, vielleicht vom Tier abgehauen, aber es gab keinen tierischen Beweis, dass ein Tierangriff gewesen ist. Es gab keine Hautstellen, die Bisswunden oder sonst was hatten. Das ist dieses ganze suspekte Ding da. Ne? Das ist das ganze suspekte Ding, wo keiner weiß, was das ist eigentlich. Okay, dann fragen wir nochmal. Juri Doroschenko, seid ihr gejagt worden? Juri Doroschenko, seid ihr gejagt worden? Ja, dann benutze das Licht. Seid ihr gejagt worden am Jadlov Pass? Ja, das ist das, was ich meine. Wir haben wirklich immer wieder diese Kontakte. Es ist so, als wenn es dann wirklich so eine Massenpanik war. Man ging auch von aus, und das Verrückte ist ja noch, alle Teilnehmer hatten eine radioaktive Strahlung. In der Kleidung wurde Radioaktivität gemessen. Und dann kommt die Frage, warum Radioaktivität? Dann ging man von aus, dass es vielleicht eine Massenpanik gewesen sein könnte. Aber es sind zu viele Teilnehmer. Und um eine Massenpanik auszulösen, muss schon wirklich was sehr Krasses sein, dass alle dann mitziehen. Und das waren Menschen unterschiedlicher Charaktere. Das ist das. Und alle erfahren. Alle erfahren, wussten, was passieren könnte, was eine Expedition alles bevorsteht. Das war das noch. Ne? Alle erfahren. Keiner unerfahren. Die wussten, wie man sowas macht. Die kannten das alle. Und das sind dann auch solche. Man geht auch davon aus, dass wir vielleicht Drogen im Spiel waren. Aber bei einer Obduktion, es wurden keine Substanzen wie Alkohol oder irgendwelche Drogen entdeckt. Die waren komplett nicht alkoholisiert und nicht auf irgendwelchen Drogen. Das ist ja auch noch das Verrückte. Wo man sagt, ja, die haben da vielleicht was genommen und hatten dann nur Panik. Wir reden ja von der ganzen Truppe. Das haut nicht hin. Das klappt nicht. Da fahren nicht alle denselben Film. Und die bringen sich nicht freiwillig um. Und erfahrene Wanderer, die nichts anderes in ihrem Leben gemacht hatten, außer die Lust an dem Wandern, extreme Gebiete zu bewandern, auf Bergen, durch Schneephasen und durch Schneegestöber, die sind schon so schlau und wissen, wenn wir jetzt in einer Situation, wenn draußen minus 25 bis minus 30 Grad ist, da das nicht gut ist, wenn man da Alkohol trinkt oder irgendwelche Sachen konsumiert, weil dein Leben auf dem Spiel steht. Das würde niemand machen. Das würde niemand machen. Denn alle müssen ihre Sinne frei halten, damit du nicht stirbst und erfrierst. Das sind alles diese Faktoren, die diesen Fall noch so verrückt spannend machen. Ja, so verrückt spannend. Wegen Juri Doroschenko. Ich bedanke mich erstmal für deine Informationen hier. Würdest du mit mir gleich über eine Audio-Software, eine Sprachsoftware kommunizieren, um mir mehr ein bisschen über den Jadlov Pass zu erklären? Würdest du mir dabei helfen, Juri Doroschenko? Ja, dann bedanke ich mich bei dir und dann würden wir dann gleich über die Audioarbeit mit dir zusammenarbeiten. Ich danke dir sehr. Ich meine gerade, ich kann mal ganz kurz nach vorne, dass wir Juri letztes Mal auch hatten. Ne? Kann das sein, dass wir den Doroschenko letztens auch hatten? Ne? Hatten wir den nicht auch letztens? Den Juri, ja, ne? Warte mal, genau dasselbe, ne? Das ist wirklich wild.
Das ist wirklich wild. Wir hatten wirklich dieselbe Person da, ne? Das ist ja echt spannend. Das ist wirklich sehr spannend, ne? Ja, Seelensuchen, danke für die 100-Bit-Seelensuchen. Ganz liebes Dankeschön. Ja. Ja, auch stimmt. Darkness sagt auch Tiere hätten ja Spuren im Schnee hinterlassen. Vollkommen richtig, ne? Was überlebt in dieser Kälte? Weiß nicht, nur Eisbären oder so. Ich habe keinen Plan. Ne? Ich habe keinen Plan. Das sind solche Sachen, ne? Also ist schon echt, also ich weiß nicht, irgendjemand von euch oder auch mehrere hatten geschrieben, da gibt es sogar eine Doku drüber, auf YouTube zum Beispiel. Ganz, ganz spannend, definitiv. Warte mal, ich will mal ganz kurz mal eben mal was schauen. Ich gucke mal, ob ich da was zu finde. Oh, hier, oh, oh, oh. Die Ereignisse. Ja, ich will mal ganz kurz mal was schauen. Ah ja, okay. Wir gucken uns mal eben mal was an. Ich denke, das ist ganz cool. Ich möchte heute mit... Weil ich finde, der Creepypasta hat das ganz gut erklärt. Lass uns mal reinschauen. Ja genau, aber die Radioaktivität, ne? Komm, wir gucken uns einmal eben kurz mal das Ding an hier. Nämlich Creepypasta Punch hat nämlich da auch mal ein Video zu gemacht. Komm hoch. Ich möchte heute mit euch über das größte und gruseligste Mysterium sprechen, das bis heute im Jahr 2023 noch nicht aufgeklärt werden konnte. Ein Vorfall, der bis heute Experten Fragen aufwirft und wo viele der Meinung sind, dass an diesem gruseligen Tag extrem übernatürliche oder seltsame Dinge stattgefunden haben. Guck mal, habt ihr das Foto gesehen? Guck mal, die Skistöcke sind immer noch im Schnee drin. Die Skistöcke sind immer noch im Schnee. Krass, ne? Dass an diesem gruseligen Tag extrem übernatürliche oder seltsame Dinge stattgefunden haben. Wir wollen heute über das gruselige Mysterium vom Djatlov Pass sprechen. Ein Event, bei dem 9 Wanderer auf einer Wanderschaft durch das Uralgebirge etwas unfassbar Gruseliges erlebten. Boah, guck mal, das sind die alle. Guck mal, da ist der Juri. Juri Doroschenko. Der ist ja noch voll jung, ne? Krass, oder? Jetzt die mal so zu sehen, finde ich ja voll spannend irgendwie, ne? Etwas unfassbar Gruseliges erlebten und dabei mit ihrem Leben bezahlen mussten. Wahrscheinlich habt ihr den Begriff Djatlov Pass oder das Unglück vom Djatlov Pass schon mal irgendwo gehört, doch ich bin mir sicher, dass ihr nicht alle Informationen kennen werdet. Ich möchte euch heute eben die ganzen Informationen zu diesem gruseligen Vorfall nennen, weil ich noch nie ein eigenständiges Video darüber gemacht habe und eben auch alle Theorien auflegen, was damals passiert sein könnte. Sowohl die logischen Theorien als auch die extrem übernatürlichen. Damit wir allerdings verstehen können, was damals passiert ist, müssen wir zum 23. Januar 1959 zurückreisen. Denn damals machten sich 10 junge Wanderer und Bergsteiger auf den Weg auf eine neue Wanderschaft durch das Uralgebirge in der Sowjetunion. Ihr müsst wissen, diese Wanderung durch das Uralgebirge im Winter 1959 war unfassbar anspruchsvoll gewesen. Die Region besteht hauptsächlich aus Schnee und Eis. Alles dort ist zugefroren. Es gibt kaum Vegetation. Man wandert letztendlich über Berge, die bedeckt sind von Eis, während eben ein unfassbar kalter, beißender Wind weht. Boah, guck mal, da ist ja nichts gewesen, ne? Da war ja komplett alles. Du siehst ja kaum noch was. Im Uralgebirge zu dieser Zeit herrschen Temperaturen von minus 20 bis minus 30 Grad Celsius. Für jemanden, der ein Amateur oder Anfänger ist, wäre das Ganze lebensgefährlich.
Doch diese 10 jungen Leute waren erfahrene Bergsteiger. Genau, das ist dann, was ich sagte. Ne? Die wussten alle, was sie machen. Die waren alle fit mit dem Gebiet. Ne? Die sind wirklich alle fit gewesen. Alle hatten Plan davon, von den Sachen, die da passieren können. Also alle waren wirklich richtig ausgebildete Fachkräfte. Auf gut Deutsch, Fachmänner, ne? Und Fachfrauen. Sie hatten schon schlimmere Touren hinter sich gebracht und deswegen waren sie zuversichtlich, dass diese Reise positiv verlaufen würde. Sie ahnten natürlich zu Beginn der Reise noch nicht, dass es ihre letzte sein würde. Ihr müsst wissen, am 23. Januar ging alles ganz normal wie geplant los. Die Gruppe machte sich auf unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln auf, einen Teil der Strecke hinter sich zu bringen. So fuhren sie zum Beispiel ein Stück mit einem Auto, teilweise mit einem Schlitten oder sie wurden auch von einem Pferd und einer Kutsche mitgenommen. Alles schön und gut, doch die meiste Strecke ihrer tagelangen Reise mussten sie eben zu Fuß auf Skiern hinter sich bringen. Es gab letztendlich keine andere Möglichkeit, durch diese bergige Landschaft sicher zu kommen. Dies war der einzige Weg und das wussten sie natürlich auch vorher. Die Gruppe machte sich also auf den Weg und die ersten 5 Tage lief auch alles völlig gut. Am 28. Januar passierte es dann allerdings, dass einer der 10 Reisenden seinen Rücktritt ansetzen musste. Denn einer der 10 Freunde war krank geworden oder hatte eine leichte Erkältung und es war ihm zu unsicher, diese gefährliche Reise anzutreten, wenn er eben nicht komplett fit gewesen ist. Genau, und die 9 sind dann weitergelaufen. Deswegen verabschiedete er sich von seinen Freunden und machte sich zurück auf den Weg nach Hause. Dies schaffte er auch nach einigen Tagen und er wusste natürlich nicht, dass er der letzte der Freunde sein würde, der jemals lebend gesichtet wird. Denn nach diesem Tag, nach dem 28. Januar, wurde keiner seiner Freunde mehr lebend wiedergesehen. Doch dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall, es gab eigentlich einen Termin, wann eben diese Gruppe zurückkehren sollte. Und Freunde sowie Verwandte warteten natürlich darauf, dass sie zurückkommen würden. Doch als sie dann eben an diesem besagten Tag nicht ankam, herrschte schon eine generelle Sorge. Doch man vermutete, dass es vielleicht zu Verzögerungen kam und sie einfach in den nächsten 2-3 Tagen eintrudeln würden. Doch als dann Wochen ins Land zogen und sie weiterhin nicht nach Hause kam, war schnell klar, dass irgendetwas Schreckliches passiert sein muss. Sofort wurde dann eben, nach Wochen, wo sie verschwunden waren, eine Suchaktion gestartet, die aus freiwilligen Helfern bestand, die sich eben aufmachte durch diese bergige Landschaft, in der Hoffnung, irgendetwas finden zu können. Und tatsächlich taten sie das auch. Denn während sie eben in der Nähe eines Mountains, eines Berges, der als Dead Mountain oder Death Mountain bezeichnet wurde, ankam, bemerkten sie nahe der Bergspitze ein kleines Zelt. Dieses kleine Zelt, was gesehen wurde, gehörte eben dieser Truppe aus Wanderern und Bergsteigern und es wurde wahrscheinlich am 1. Februar dort aufgestellt. Doch in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar muss irgendetwas Schreckliches dort vorgefallen sein. Denn als sich die Helfenden auf den Weg machten zu diesem Zelt, bemerkten sie schnell, dass hier etwas Schreckliches passiert sein musste. Denn das Zelt war völlig zerstört gewesen. Nicht von Wind und Wetter, sondern es war offensichtlich aufgeschlitzt worden. Boah, das ist krass, jetzt sieht man das erstmal. Guck mal, die sind nicht durch den Haupteingang des Zeltes rein. Die haben das komplett aufgeschnitten, um aus Panik daraus zu rennen. Das ist ja krass. Nicht von Wind und Wetter, sondern es war offensichtlich aufgeschlitzt worden. An mehreren Stellen des Zeltes konnte man bemerken, dass große Risse dort waren. Scheinbar hat irgendetwas Scharfes diese Risse erzeugt und an einer Stelle war sogar ein riesiges Loch in das Zelt gerissen worden. Das Zelt war komplett zerstört gewesen, aber keine der Wanderer war noch dort. Man fand keinen Körper der Wanderer in der Nähe dieses Zeltes. Stattdessen fand man Fußabdrücke, die vom Zelt wegführten. Man wusste natürlich sofort, dass dies zu bedeuten hatte, dass diese Gruppe aus Wanderern irgendetwas Gruseliges erlebt haben musste und sich dann auf den Weg machte mit einem Fußmarsch irgendwo anders hin. Sie bemerkten allerdings auch, dass eben an dem Platz des Zeltes die gesamte Ausrüstung sowie die Winterklamotten der Wanderer noch immer da waren. Krass. Das bedeutet, all ihre Klamotten, all ihre wichtige Ausrüstung war zurückgeblieben. Sie hatten nichts davon mitgenommen und waren scheinbar einfach zu Fuß schnell von diesem Zelt weggegangen. So als hätten sie vor irgendetwas flüchten müssen. Man folgte den Fußspuren so weit wie man konnte, bis sie eben verweht wurden und bemerkte, dass sich diese Truppe aus Wanderern anscheinend auf den Weg gemacht hatte zu einem nahegelegenen Wald, vermutlich mitten in der Nacht.
Man ging also zu diesem nahegelegenen Wald und fand dann dort tatsächlich die ersten beiden Wanderer. Unter einem Zedernbaum fand man eben zwei gefrorene Körper, die zusammen bei einem ausgebrannten Lagerfeuer lagen. Zusammen mit diesen zwei Körpern, die viel zu knapp bekleidet waren, lediglich in Unterwäsche, fand man an dem Baum, wo neben sie saßen, Spuren, dass sie scheinbar dort hochgeklettert waren. Unterschiedlichste Äste an diesem Baum waren abgebrochen, sodass man vermuten könnte, dass die beiden oder tatsächlich alle Wanderer schnell auf diesen Baum geklettert waren. So als hätten sie sich vor irgendetwas verstecken wollen. Doch, so schrecklich der ganze Anblick war, es waren nur zwei von diesen 9 übrig gebliebenen Wanderern. Man machte sich daraufhin sofort auf die Suche nach weiteren und bemerkte in der Position zwischen dem Zelt und dem Wald 3 weitere tiefgefrorene Körper. 3 weitere Wanderer wurden entdeckt, die unter einer leichten Schicht an Schnee begraben lagen. Sie waren scheinbar auf dem Weg zurück zum Zelt gewesen. Auf jeden Fall war ihre Körperrichtung in Richtung des Zeltes ausgerichtet, sodass man vermuten könnte, dass sie vom Zelt in den Wald gegangen oder gerannt waren und dann vom Wald eben zurück zum Zelt wollten. Doch den Weg bis zum Zelt hatten sie nicht mehr geschafft, bevor sie eben einen Kälteschock erlitten hatten und dann dort erfroren sind. Damit wurden nun also 5 der Wanderer gefunden. Die nächsten 3 Wanderer oder 4 Wanderer fand man dann in der genau entgegengesetzten Richtung. Sprich vom Wald aus nicht zum Zelt, sondern in die andere Richtung. Sie waren am Fuße eines kleinen Hügels. Allerdings waren sie unter unfassbar viel Schnee begraben. Insgesamt 3 Meter Schnee lag auf ihnen. Und während die anderen Körper zuvor alle eben erfroren waren, hatten diese Körper andere Verletzungen davongetragen. Sie hatten gebrochene Rippen, innere Verletzungen, starke innere Blutung. Sie hatten quasi so starke Verletzungen, wie man sie nach einem Autounfall haben würde. Diese Leute waren also auf eine ganz andere, besondere Art verstorben. Und man bemerkte noch etwas Gruseliges an diesen weiteren 4 Wanderern, die unter dem Schnee lagen. Denn teilweise fehlten ihnen die Augen. Und einer Frau, die dabei war, fehlte sogar die Zunge. Es sah fast so aus, als wäre diese Zunge rausgeschnitten oder rausgerissen worden. Dies. Ja, genau das ist nämlich nicht der Fall, Michi. Tiere sind ausgeschlossen worden von der Gerichtsmedizin. Man hat keine tierischen Angriffe an den Körpern feststellen können. Es war unfassbar gruselig gewesen, doch damit haben wir erstmal unsere Rahmenbedingungen. Diese junge Truppe an Leuten war am 1. auf dem 2. Februar zelten gewesen, nahe der Spitze des Death Mountain. Doch in dieser Nacht muss irgendetwas Gruseliges passiert sein, dass sie eben scheinbar leicht bekleidet flüchten mussten. Doch was kann passiert sein? Was ist der gruselige Grund hinter diesem Unglück? Und jetzt kommen wir eben zu den unterschiedlichsten Theorien. Die erste Theorie und die Theorie, die immer und immer wieder verbreitet wird, ist, dass diese Truppe angegriffen wurde von einem Yeti. Ihr kennt wahrscheinlich die Legenden um den Yeti. Letztendlich ist der Yeti genauso wie der Bigfoot, er soll nur eben in den Bergen leben. Es heißt, dass diese junge Truppe eben im Zelt schlief, als auf einmal ein Bigfoot sie angriff und das Zelt völlig zerstörte. Diese jungen Leute hatten keine Zeit mehr, sich ihre Klamotten und Ausrüstung anzuziehen, da sie einfach möglichst schnell flüchten mussten vor eben dieser imminenten Gefahr. Das Ganze klingt wirklich gruselig und es scheint auf den ersten Blick auch Sinn zu ergeben, wenn man an Yetis glaubt. Man kann sich das Ganze gut vorstellen. Sie lagen im Zelt, der Yeti zerreißt das Zelt und die jungen Leute müssen unbedingt flüchten. Doch an dieser Theorie gibt es... Aber genau, und das kann nicht sein, sagt Darkness auch. Aber auch der hätte Spuren hinterlassen. Genau, du hast ja die Fußspuren der Wanderer gesehen. Und der Yeti hätte auch Spuren hinterlassen müssen, aber die waren ja nicht da. Gibt es unterschiedliche Zweifel und Fragen, die man hervorbringen muss. Denn die Schnitte oder Risse im Zelt wurden nicht von außen dem Zelt zugefügt. Unterschiedlichste Untersuchungen, die an dem Zelt durchgeführt wurden, zeigten klar auf, dass diese Schnitte wahrscheinlich von einem Messer durchgeführt wurden und dass eben von innen geschnitten wurde. Genau, das ist der Punkt. Warum sind die nicht durch den Haupteingang des Zeltes? Jedes Zelt hat ja einen Eingang. Warum sind die durch die Seite? Sprich, keine Gefahr von außen hat dieses Zelt zerstört, sondern eine Gefahr von innen hat es getan.
Man kann natürlich sehr klar davon ausgehen, dass es eine echte Gefahr gegeben haben muss, da man nicht einfach so Zelte kaputt schneidet in so einer Umgebung. Das Ganze muss also wirklich aus einer Panikreaktion entstanden sein, aber die Gefahr schien nicht von außerhalb zu kommen, sondern muss irgendwie von innerhalb des Zeltes stattgefunden haben. Und die Zelte sind ja eigentlich immer nur mit einem Reißverschluss entweder zu oder mit einer Schleife. Ja, und wenn du das nicht aufkriegst, dann würde mich das wundern. Ja, und auch wenn es mit einer Schleife oder mit einem Band zugemacht ist, die hatten ja ein Messer, hätten das ja aufschneiden können. Aber die haben eher das komplette Zelt zerfetzt, um da rauszukommen. Das ist schon krass. Und wir können noch etwas anderes zu dieser Gefahr sagen. Denn in dem Moment, wo eben diese Truppe aus Wanderern aus dem Zelt ausgebrochen war, schien die Gefahr vorbei gewesen zu sein. Denn anhand der Fußabdrücke, die man finden konnte, ist klar zu erkennen, dass diese jungen Leute eben nicht in Panik verfallen sind. Wow. Diese jungen Leute sprinteten nicht von dem Zelt weg, so als ob sie Panik vor etwas hatten, was dort gewesen ist, sondern sie schienen relativ entspannt und ruhig, sich vom Zelt zu entfernen. Stimmt, die Schuhabdrücke haben nicht große Abstände, weil wenn du rennst, hast du ja einen langen Fußabstand. Und das waren ja relativ kurz hintereinander. Die sind entspannt wohl da rausgegangen. Ein etwas schnellerer Gang, könnte man so sagen. Es sieht also ganz so aus, als ob es irgendeine Gefahr in diesem Zelt gegeben hatte, die gebannt war, sobald man sich außerhalb des Zeltes begab. Das bedeutet also, das Zelt war kaputt, man konnte es nicht mehr verwenden. Die jungen Leute gingen dann wahrscheinlich in Richtung Wald, weil sie hofften, dort irgendwie Schutz vor dem beißenden Wind und der Kälte zu kriegen. Dies ist das, was wir auf jeden Fall vermuten können. Die Yeti-Theorie wirkt also nicht sonderlich glaubhaft. Na. Doch was gibt es noch für andere Theorien? Die nächste Theorie, die oft hervorgebracht wird, ist die Theorie eines UFOs. Das Ganze hat damit zu tun, dass tatsächlich in der Zeit, wo eben die Wanderer unterwegs gewesen sind, unterschiedlichste Einwohner aus nahegelegenen Dörfern sagten, dass sie am Himmel gruselige Objekte gesehen hatten. Manche Leute sagten eben, dass sie tatsächlich fliegende Untertassen oder UFOs am Himmel sahen, die eben über genau diese Region flogen, wo die jungen Leute zelteten. Manche vermuteten also, dass diese jungen Leute in Kontakt mit Außerirdischen geraten sind und es deswegen zu diesen gruseligen Ereignissen kam. Dass sie also quasi versucht haben zu flüchten vor den Außerirdischen, doch dann irgendetwas mit ihnen gemacht wurde. Dafür sprechend ist auch, dass manche Klamotten der Leute, die dort unterwegs waren, extrem radioaktiv gewesen sind. Und was auch noch verrückt ist, wenn du mal überlegst, ich hatte gerade so die Idee gehabt, vielleicht hat ja einer von denen im Zelt einen Koller gekriegt, so einen Höhenkoller oder sowas, und ist durchgedreht und hat dann um sich geschlagen mit dem Messer. Die haben dann das Messer vielleicht abgenommen, weiter versucht, den irgendwie ruhig zu stellen, die Zeltwand aufgerissen, aber dann rennst du. Auch dann würdest du rennen und nicht ganz entspannt gehen und du würdest dann trotzdem deine Klamotten anziehen. Das war ja auch so ein Punkt, wo ich sagte, vielleicht hat einer nur einen Koller gekriegt da drin und der hat um sich geprügelt oder was, aber dann wären die ja, wenn die geflüchtet wären, ja gerannt und nicht langsam raus, was man anhand der Fußspuren sehen konnte. Das passt alles nicht, ne? Das passt alles irgendwie nicht, oder? Das ist alles total crazy. Sprich, radioaktiv in einem besorgniserregenden Level. Und noch etwas anderes spricht für diese UFO-Theorie, und zwar eins der letzten Bilder, wenn nicht sogar das letzte Bild, auf der Kamera der Truppe. Denn auf den unterschiedlichsten Bildern, die geborgen werden konnte, sieht man ein unerklärliches Bild. Es zeigt ein seltsames leuchtendes Objekt, das scheinbar am Nachthimmel fotografiert wurde. Unterschiedlichste Experten haben sich dieses Bild angesehen und sind sich sicher, dass die Gruppe irgendetwas Gruseliges am Himmel erblickt haben muss und dieses mit der Kamera ablichtete. Weil die Kamera... Warte mal. Okay. ...am Nachthimmel fotografiert wurde. Unterschiedlichste Experten haben sich dieses Bild angesehen und sind sich sicher, dass die Gruppe irgendetwas Gruseliges am Himmel erblickt haben muss und dieses mit der Kamera ablichtete. Weil die Kamera natürlich qualitativ nicht so hochwertig war, ist das Bild nicht sonderlich gut geworden, weswegen wir nicht wirklich etwas erkennen konnten bei den schlechten Lichtverhältnissen. Aber viele Leute sind sich eben sicher, dass wir auf diesem letzten Bild der Truppe mit ansehen können, wie scheinbar am Himmel ein UFO zu sehen ist.
Das Ganze wirkt natürlich gruselig, aber es erklärt nichts an der ganzen Situation. Wenn wirklich ein UFO da gewesen ist, warum sind sie dann mit einem Messer aus ihrem Zelt geflüchtet? Warum waren sie danach ruhig und entspannt? Warum sind sie danach in den Wald gegangen? Das Ganze macht nicht sonderlich Sinn. Wenn ein UFO da gewesen wäre, wären sie ja auf einmal verschwunden und zum Beispiel irgendwo anders wieder aufgetaucht. Das Ganze ist eine gruselige Theorie, doch ohne wirklich Halt. Das Bild, was wir sehen, könnte auch ein Stern am Himmel sein, ein Komet, eine Rakete oder sonst etwas. Das ist keine klare Erklärung. Doch damit haben wir eben die zwei größten übernatürlichen Theorien hinter uns gebracht. Es gibt noch Theorien von angeblichen Agenten der Sowjetunion, die irgendwas getan haben, doch da gibt es keine tiefergehenden Beweise. Was sind aber die logischen Erklärungen, die immer wieder vorgebracht werden? Und ich sage es jetzt schon, obwohl diese Theorien logisch sind, erklären sie die Situation nicht komplett. Die erste Theorie, die immer wieder hervorgebracht wird, ist, dass eine Lawine im Anmarsch war. Die Leute, die im Inneren des Zeltes waren, hatten vielleicht scheinbar gedacht, eine Lawine würde auf sie zurollen und sind deswegen schnell aus diesem Zelt geflüchtet. Deswegen haben sie versucht, schnell die Decke des Zeltes aufzuschneiden, um noch rechtzeitig vor den Schneemassen zu entkommen. Es hätte sein können, dass sie zum Beispiel ein leichtes Erdbeben, eine leichte Erschütterung gespürt hatten oder etwas Gruseliges in der Entfernung hörten und deswegen davon ausgegangen waren, dass eine Lawine auf sie zurollte. Einige der Leute, die eben gefunden wurden, waren nämlich auch unter Alkoholkonsum gestanden. Das bedeutet also, es wäre möglich gewesen, dass dies der Grund war. Sie waren leicht angetrunken und haben irgendetwas fehlinterpretiert. Als sie dann das Zelt zerschnitten hatten, bemerkten sie, dass gar keine Lawine auf sie zurollt und sie mussten nun mit ihrer Situation klarkommen und schnell irgendwie sich in Sicherheit bringen, weil sie eben nicht mehr den Schutz des Zeltes hatten. Also das ist unlogisch. Genau, und wenn Kerido sind auch gerade, und wenn eine Lawine kommt, rennst du und läufst nicht ganz entspannt. Na. Aber niemand ist so dämlich, dass du dir da irgendwas reinballerst, wenn draußen 25 minus 30 Grad ist, du draußen stirbst. So viel Saufen kennst du nicht. Und dann nicht alle. Ne? Und nicht alle. Und nicht alle. Dass die nicht so klar sind und zerschneiden dann unter Alkoholeinfluss das Zelt, lassen ihre Sachen da und frieren freiwillig. Nee. Nee. Und die Strahlung genau wird auch nicht erklärt. Das passt alles nicht. Das passt alles nicht zusammen, ey. So ein wilder Fall. Dies wäre eine mögliche Erklärung. Doch da bleibt die Frage, warum haben sie sich nicht ordnungsgemäß angezogen? Genau, hier lese ich auch gerade, Alkohol wärmt. Richtig, stimmt, ne? Aber trotzdem, dann musst du dich ja schon bis ins, schon komatös saufen, dass dein Kopf nicht kapiert, ich latsche jetzt, wir laufen jetzt alle. Es gibt immer so einen Ausreißer meistens, so, der macht dann total extrem, aber es gibt in so einer Gruppe von Menschen, von vielen Personen, immer jemand, der noch immer noch klar ist und sagt, nein, das ist nicht gut. Das ist irgendwie, ne? Das ist alles irre. Warum haben sie ihre Klamotten und all ihr Equipment dort zurückgelassen? Einige Experten sagen, dass dies daran liegen könnte, dass eben in dieser Kälte solche Klamotten anzuziehen sehr, sehr lange dauern konnte. Es hätte sein können, dass dieser beißende Wind so stark gewesen ist, dass sie das Gefühl hatten, dort zu warten und ihre Klamotten anzuziehen zu lange dauern könnte und sie deswegen möglichst schnell einfach den Schutz des Waldes haben wollten. Nee, das passt auch nicht. Das passt auch nicht. Erstmal rennst du nicht aus dem Zelt raus ohne Klamotten und läufst dann ganz gemütlich los. Die sind ja gemütlich gelaufen. Dann hätten die ja rennen müssen zum Wald, um Schutz zu suchen. Nee, die sind ganz gemütlich aus dem Zelt. Dann hätten die auch noch diese Zeit sich auch noch ihre Klamotten anziehen können. Ne? Ja. So das kaputte Zelt ohne die Kleider vom Zelt wegen der Strahlung sind Sachen, wo ich denke, am schwersten ist das Ganze einzubringen. Ja, das ist wirklich ganz wild. Ja genau, dann greife ich wenigstens eine Jacke oder so. Aber die sind ja, guck mal, auch wenn du besoffen bist, ja, dann latschst du nicht dann in den nächsten Wald barfuß. So besoffen musst du erstmal sein. Selbst sehr starke Alkoholiker würden das auch trotzdem noch verstehen, dass du sterben wirst jetzt draußen, wenn du das machst. Ne? Genau, dann hätte man auch einen Ausfallschritt gehabt, aber wir reden von 9 Menschen. Die alle hardcore betrunken sein müssen. Das funktioniert nicht.
sollten. Ein Wanderer sagte so zum Beispiel, dass in den Temperaturen allein das Anziehen eines Schuhs schon um die 4 Minuten dauern könnte. Das bedeutet also, das Ganze hätte ihnen vielleicht zu lang erschienen und sie wollten erstmal in Sicherheit gehen. Nee, das passt nicht, dann machst du auch nicht. Du hast jetzt hier deine Anziehsachen und du weißt, im Wald ist auch Winter, da ist auch Eis. Das machst du auch nicht. Nee, passt nicht. Da nimmst wenigstens eine Jacke noch mit. Und gehst nicht mit Unterwäsche und Socken los. Die sind ja mit Unterwäsche zum Teil los. Das ist nicht logisch. Und ihre Sachen danach holen. Ob das Ganze so Sinn ergibt, weiß ich nicht. Weil man hätte ja wenigstens einige Klamotten schon mal mitnehmen können zur Sicherheit, anstelle wirklich nur in Unterwäsche bei minus 30 Grad weiterzugehen. Doch dies wäre möglich. Daraufhin haben eben 2 Leute, die sehr, sehr knapp bekleidet waren, sich an ein Lagerfeuer gesetzt. 3 weitere sind losgegangen, um das Equipment zu holen, hatten es allerdings nicht mehr bis zum Zelt geschafft. Die 2 Leute am Lagerfeuer erfrierten daraufhin und 3 andere Leute, die vielleicht sich auf den Weg machten, um Hilfe irgendwo zu holen, wurden Opfer von tatsächlich einer echten Lawine. Okay, jetzt nochmal überlegen. 9 Personen waren erfahrene Wanderer, erfahrene Bergsteiger, erfahrene. Die können schon sowas gut einschätzen. Ne? Ist es realistisch, wenn wir jetzt zum Wald gehen, bei der Minustemperatur, dann werden die auch wissen, wir werden eh sterben. Die werden auch wissen, ist es jetzt realistisch, wenn ich jetzt zurück zum Zelt gehe. Also die können schon stark immer noch Entscheidungen fällen, die auf das Leben bezogen sind. Ne? Also das ist alles sehr skurril. Denn sie waren eben begraben unter 3 Metern Schnee, was daraufhin... Das stand nicht bei Wiki mit 3 Metern, da stand 30 Zentimeter. ...deuten könnte, dass sie tatsächlich Opfer einer Lawine wurden und dass eben dieser Druck der Lawine auch dafür sorgte, dass sie diese inneren Verletzungen gekriegt haben. An diesen Dingen gibt es übrigens überhaupt keine Zweifel. Es gibt keine Theorien, dass sie irgendwie auf mysteriöse Weise verstorben sind. Höchstwahrscheinlich wurden die einen Opfer von Lawinen und die anderen einfach vom Erfrieren. Ganz normal, ohne dass dort etwas Gruseliges dahinter steckt. Zu den Punkten mit den fehlenden Augen und der fehlenden Zunge gibt es unterschiedliche Theorien. Angeblich sollen wilde Tiere sie gefressen und geklaut haben, aber dafür gibt es keinerlei Beweise. Es könnte sein, dass diese Aufprälle von eben der Schneemassen dafür gesorgt haben, dass die Zunge rausgerissen oder die Augen ausgestochen wurden. Wissen kann man es nicht genau, doch viele Leute sagen eben, dass dies unfassbar gruselige Ereignisse sind, während Experten sagen, dass dies durchaus passieren kann und dass nichts Übernatürliches sein muss. Die letzte Theorie, die immer hervorgebracht wird, ist die Theorie, dass die Gruppe aus Wanderern etwas sehr, sehr Dummes im Zelt gemacht hatte. So gibt es eben die Theorie, dass sie einen Ofen dabei hatten. Dieser Ofen, den sie eindeutig dabei gehabt haben, sieht man auch auf manchen ihrer Bilder. Manche Leute vermuten nun, dass sie diesen Ofen nachts angehabt haben, um sich im Zelt zu wärmen und der Ofen eben Rauch entwickelt hatte. Kohlenmonoxidvergiftung. Dieser Rauch hat dann zum Beispiel das Zelt gefüllt und die jungen Leute mussten irgendwie schnell aus dem Zelt entkommen, bevor sie von dem Rauch ohnmächtig wurden. Deswegen schnitten sie die Decke des Zeltes durch, um Luft zu kriegen und machten nachher dieses riesige Loch, damit der Rauch endgültig auch austreten kann. Das Ganze macht dahingehend Sinn, dass man mehrere Löcher in der Decke finden konnte. Okay, aber auch dann nimmst du trotzdem deine Jacken mit. Vielleicht haben sie erst kleine Löcher reingeschnitten in der Hoffnung, dass dies reichen würde, damit der Rauch rauszieht. Und als sie merkten, dass das nicht half, haben sie das ganz große Loch reingeschnitten in der Hoffnung, dass dann der Rauch eben verschwindet. Es könnte nun sein, dass diese jungen Leute dann eben an einer Rauchvergiftung litten und deswegen etwas benebelt waren und sich leicht bekleidet auf dem Weg machten in den Wald. Vielleicht, weil sie gar nicht das Gefühl hatten, dass es so kalt war, wie es wirklich gewesen ist, weil sie leicht benebelt gewesen sind. Dies ist auch nur eine Theorie, die nie bestätigt werden konnte. Und das ist letztendlich auch das große Problem, was wir haben. All diese gruseligen Theorien und noch viel, viel mehr, es gibt noch unzählige weitere Theorien, können bis heute nicht bestätigt werden. Also nochmal, diese Truppe waren erfahrene Bergsteiger. Erfahren. Ich glaube schon, dass man denen zumuten kann zu verstehen, dass diese Art von Wehrmethode gefährlich ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das gemacht hätten, wenn sie nicht genau wüssten, dass das ein Fehler ist. Das ist auch noch so ein Ding. Ne? Kirito sagt, als ob erfahrene Bergsteiger wie diese 9 so dumm sind, alles nicht richtig anzuschließen. Ja, es könnte halt auch sein, dass die Abluft verstopft war,
Hätte auch sein können, dass die Abluft verstopft war. Die haben gepennt und dann kam es zu dieser Kohlenmonoxidvergiftung. Ne? Aber das Verrückte ist, alle hätten dann den gleichen Grad der Vergiftung und die gleiche Ansicht, wir laufen jetzt mal ganz entspannt raus. Denn wenn dein Raum vernebelt ist durch Rauch, dann springst du förmlich aus dem Zelt und läufst nicht ganz gemütlich los. Du versuchst ja um dein Leben gerade zu kämpfen. Ne? Du kämpfst um dein Leben, du springst aus dem Zelt raus mit dem Hechtsprung oder sonst was. Die sind ganz normal rausgegangen, ganz gemütlich. Das ist auch, sind alle neun. Und dann noch Radioaktivität. Genau, Kohlenmonoxid müsste aber auch bei der Obduktion gefunden worden sein. Der müsste, ja, ich weiß nicht, wie weit die früher gewesen sind, da schon mit Blutuntersuchung, aber müsste damals eigentlich auch schon entdeckt worden sein bei Blut, bei den Untersuchungen des Körpers. Das ist alles irre, ne? Vielleicht wurden die dann angebrannt, also die Kleidung wäre auch eine Option. Ne, die Kleidung ist ja unversehrt gefunden worden. Ne? Die Kleidung wird unversehrt im Zelt gefunden. Wir wissen wirklich nicht, was damals am Dyatlov Pass passiert ist. Wir haben nicht genügend Informationen, die das Ganze erklären. Wir wissen nur, dass in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar etwas unfassbar Schreckliches passiert sein muss. Etwas, was die Gruppe in Panik versetzt hatte und sie dazu bewegte, zu fliehen. Aber so psychologisch gesehen in einer Gruppe sind immer verschiedene Charaktere. Auch gesundheitlich immer verschiedene. Das ist auch schon ganz oft gewesen, wenn irgendwo Kohlenmonoxidvergiftungen gewesen sind, weil irgendwo ein Ofen ausgegangen ist. Statistisch gesehen ist es selten, dass bei vielen Menschen alle gleichzeitig sterben. Weil irgendeiner schafft es trotzdem. Ja, manche schlafen dann einmal. Ich weiß es deswegen, weil mein Cousin ist an der Kohlenmonoxidvergiftung damals gestorben. Der hat den Kohleofen in seiner eigenen ersten Wohnung damals und der ist dann eingeschlafen. Und irgendwas hat die Abluft blockiert. Das schien die Nachbarin gewesen zu sein, die irgendwas da gemacht hatte. Und der ist damals, ich weiß gar nicht, wie alt er geworden ist, der Michael. Ich glaube 18, 19, 20 ist der geworden. Und seine Freundin ist morgens gekommen, wollte zu ihm und hat nicht aufgemacht. Und dann hatte sie einen Schlüssel, hat auf die Wohnung aufgeschlossen und da lag er dann mit dem Teddybär im Arm und war tot auf dem Bett vorgefunden worden. Und das weiß ich noch. Das war wegen Kohlenmonoxid, weil das kein Abluft hatte. Und meine Cousine hätte eigentlich die Nacht dort verbringen wollen, aber irgendwas war dann der Grund, dass sie da nicht geschlafen hat. Und deswegen, der ist ja damals dann gestorben. Und aber ich, dadurch, dass ich ja so ein bisschen hypochondrisch bin, ja, und bababa, lese ich mich in so eine Scheiße immer ganz gerne mal rein, wegen Kohlenmonoxid und so. Und gerade wenn er so eine Gasheizung hast und sowas und mit Gas heizt, sind das dann so Themen, die mich dann halt damals immer interessiert haben. Und da haben sie aber auch gesagt, dass bei vielen Familien, wo mehrere Menschen sind, selten alle dran sterben sofort, weil irgendeiner kriegt es mit und wird wach und reißt schnell Fenster auf oder sowas. Aber wir reden hier von 9 Menschen, die alle gleich reagieren. Das ist schon unnormal. Was aber diese Gefahr wirklich gewesen ist, bleibt anscheinend weiterhin ein großes Mysterium. Das war auf jeden Fall alles, was wir zum Dyatlov Pass wissen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und mich würde sehr interessieren, was ihr für die glaubhafteste Theorie haltet. Glaubt ihr, wir haben es hier mit einer Rauchvergiftung zu tun, mit einer angeblichen Fehlinterpretation einer Lawine? Oder denkt ihr doch, es könnte etwas Übernatürliches sein, wie ein Wendigo, wie ein Yeti, wie ein UFO oder sonst etwas? Eure Meinung würde mich sehr interessieren. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss. Also ist ein interessantes Ding, ne? Okay, ich will mal ganz kurz mal eben mal was schauen. Warte mal ganz kurz. Warte mal. So. Okay, also Kohlenmonoxid kann wirklich eine Beeinträchtigung des Urteilsvermögens führen, Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit, Krämpfe und Schmerzen in der Brust, Atemnot, niedriger Blutdruck. Unsichtbare, tödliche Klamotte ist das dann halt. Ne?
Aber in vielen Berichten liest auch immer, dass jeder wieder anders drauf reagiert. Ne? Kohlenmonoxid kann leicht und unbemerkt gefährlich werden, da man es weder sehen noch riechen kann. Und es sogar Betonwände durchdringen kann. Es entsteht, wenn Kohle, Gas, Holz oder Benzin unvollständig verbrennt, zum Beispiel in Heizungsanlagen, Kaminen oder Shisha-Bars. Folgende Anzeichen können bei einer Vergiftung auftreten: Kopfschmerzen, Schwindel, Schwächegefühl, Übelkeit, Erbrechen. Es kann auch Verwirrtheit, Sehstörungen, Bewusstlosigkeit oder Kreislaufversagen sein. Ne? Das ist das ein farbloses Gas. Wir können es nicht sehen, nicht riechen oder schmecken. Das Gas verhält sich wie Luft. Wie Luft ist aber hochgiftig für unseren Körper. Entsteht unter anderem, wenn Kohle, Gas, Holz oder Benzin unvollständig verbrennen. Es kann zum Beispiel Heizungsanlagen, Holzpelletanlagen, verstopften Schornstein, das war wie bei meinem Cousin, ne? Oder auch in Shisha-Bars vorkommen. Auch Gasgrills und Heizpilze in geschlossenen Räumen ständige Gefahr da. Da sind ja schon einige gestorben, die im Winter zu Hause einen Grill angemacht haben, einen Kohlegrill. Und haben den dann ausgehen lassen und sind dann schlafen gegangen. Die sind morgens nicht mehr wach geworden. Die Leute werden nicht mehr wach. Wenn nicht mal, du hast im Wohnzimmer den Kohlegrill stehen, hast ein paar leckere Steaks, total geil, hängst mit Freunden, machst ein paar Bierchen auf und dann, der Grill geht langsam aus. Okay, ja, ist eh aus, der Grill, dann gehen wir mal pennen. Und dann wird es im Grunde die Zeit kommen, dass du wohl gar nicht mehr wach werden wirst. Weil dann nämlich dieses Kohlenmonoxid aufströmt. Ne? Also hier steht, wir atmen Kohlenmonoxid mit der Luft ein. Über die Lunge gelangt es ins Blut. Der rote Blutfarbstoff Hämoglobin bindet das Kohlenmonoxid etwa 300 Mal stärker als Sauerstoff an sich. Auf diese Weise besetzt das Gas die Bindestellen für den lebenswichtigen Sauerstoff. Wie das genau geschieht, erklärt die Abbildung unten. Folglich kommt es zum Sauerstoffmangel oder ohne einschneidendes Handeln führt dies zur Vergiftung durch Kohlenmonoxid und kann lebensbedrohlich sein. Also hier auch erste Anzeichen können sein: Kopfschmerzen, Schwindel, Schwächegefühl. Kann unterschiedlich schwer sein. Es hängt von verschiedenen Umständen ab. So spielt es eine Rolle, wie viel Kohlenmonoxid in der Luft ist und welche Menge man eingeatmet hat. Dann sind dann diese Sachen, die wir vorhin schon gesehen haben. Ne? Aber es sind viele, viele komische Fragen. Ja. Behandlung, okay, was sie selber tun können. Natürlich, klar, Frischluft, logisch, ne? Ah, ist ja schon alles wild, ne? Ja, das ist auch noch. Erik sagt, aber wenn die schlafen, wenn die bei Gas doch nicht war. Das stimmt, da hast du auch einen Punkt, ne? Wenn die alle geschlafen hätten, dann wären die alle jetzt tot. Im Zelt. Es kann sein, dass einer vielleicht nicht geschlafen hat und dann die anderen geweckt hat. Aber die musste dann erstmal, wenn die schon diese Vergiftung haben, erstmal wach bekommen. Also sind die alle wach geworden. Also alles komisch. Ne? Vielleicht hat er das gemerkt. Aber auch dann, die Person, die es gemerkt hat, wird die Jacken mitnehmen. Wenn die Person, die es nämlich dann gemerkt hätte, die das Zelt aufgeschnitten hat, damit zum Beispiel Sauerstoff reinkommt, war ja noch so klar zu wissen, ich mache das Zelt jetzt auf und hätte ja trotzdem die Jacken noch mitgenommen. Denn so klar war er, zu erkennen, hier stimmt was nicht, ich schneide das Zelt auf, damit wir Sauerstoff bekommen, aber trotzdem wird er seine Jacke mitnehmen. Denn die Klarheit, sich gerade zu retten, war ja vorhanden. Und die anderen ja dann auch, die anderen 8 Personen. Die sind ja dann, wenn es in Klammern Kohlenmonoxid war, ja dann auch geweckt, wach geworden und sind dann definitiv dann auch raus. Ne? Das ist ein wilder Fall, du. Was ist denn eure Theorie? Also die Jenseitskontakte sagten, es war ein Dämon, was Dunkelböses. Also ich gehe auch von einer Theorie aus wie das. Ne? Ja. Genau, und man rennt nicht in den Wald, wenn es eine Kohlenmonoxidvergiftung ist. Der Wald wird dich ja jetzt nicht retten. Du hast deine Klamotten ja gerade hinter dir liegen lassen. Und so verwirrt können 9 Personen nicht sein. So verwirrt können 9 Menschen nicht sein. Nicht alle zur selben Zeit. Vor allem, dass einer im Grunde ja so fit und klar gewesen ist, zu verstehen, ich mache jetzt das Zelt, ich reiße das Zelt auf. Ne? Es ist irre, ja. Ich finde das schon echt irre. Echt irre. Ich guck mal eben, ob ich da mal was finde.
Chartlauf. Was mache ich denn hier? Chartlauf. Pass. Gucken wir, ob da was zu finden. National Geographic schreibt. Was schreiben die denn, National Geographic? Okay. Verzögerte. Alles deutet auf eine ungewöhnlich kleine verzögerte Lawine hin, die für die grausame Verletzung und Tod von neun erfahrenen verantwortlich sein könnte. Aber da war ja keiner. Auf den Fotos sind ja noch die Skistöcke zu sehen. Also das ist auch nicht richtig, was da so ein bisschen steht. Hier kann man auch noch mal ein paar Bilder nämlich davon sehen. Also hier sagen sie auch verzögerte Lawine, aber das passt ja auch nicht zusammen. 350 Kilometer Skitour, ja. Sowas haben wir nur. So, warte mal. Sogar ein Wanderführer, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte. Sogar ein Wanderführer. Ja. Ein Student mit Gelenkschmerzen kehrte um, aber den Rest ging weiter. Angeführt vom 23-jährigen Ingenieurstudenten Igor Jadlov. Okay, was haben wir hier noch? So, warte mal. Lagen verstreut am Hang des Berges. Verblüffenderweise entkleidet. Bei einigen waren Schädel und Rippen gebrochen, bei anderen fehlten die Augen. Aber auch bei einer Lawine ist nicht dein Schädel gebrochen. So, ne? Da musste schon Steinschlag, aber das haben die auch nicht entdecken können. Auch da haben sie ja nicht gefunden. Sie haben nur gesehen, es war alles gebrochen, aber von außen keinen großen Einfluss gefunden, woran es liegen könnte. Ne? Eine unbekannte Naturgewalt. Ja, das ist das, was wir beim Jenseitskontakt hatten irgendwie. Ne? Am militärischen Test bis Yeti. Oh ja. Okay, was haben wir hier noch? Die Lawinentheorie. Immer noch stichhaltig. Okay, aber kann ja nicht. Die meisten Verletzungen, die auf stumpfe Gewalteinwirkung hindeuten, sowie einige der Weichtalverletzungen, waren untypisch für Lawinenabgänge. Also hier schreiben sie auch, Lawine kann es wohl nicht sein. Ne? In der Regel ersticken Lawinenopfer unter der Schneelast. Und wenn eine Lawine abgegangen wäre, warum gibt es denn laut den forensischen Daten eine Lücke von mindestens 9 Stunden zwischen dem Aufbau des Zeltes und des letzten schlussendlichen Lawinenabgangs? Passt alles nicht zusammen. Ne? Passt alles nicht. Erdbeben, okay, ist alles nur Lawine. Das ist von der Lawine. Türkische Topografie. Ja, aber das passt nicht zu den Sachen, die gefunden wurden. Was haben wir hier noch? Katabat, einige Fallwinde. Okay, aber hier, das passt alles nicht. Also ist schon ey, wirklich ein komischer Fall, so, ne? Ich bin überzeugt, dass die Rückgabe das Ergebnis von Wind- und Schneeablagerung war. Na, das kann doch nicht sein. Da wird aber auch nichts von Radioaktivität erzählt, ne? Nichts. Nichts von Radioaktivität. Offen für Spekulationen. Ja, und warum bei. Und dann das andere noch, warum bei der einen Person, bei der einen fehlen Augen und Nase und Zunge raus, aber keine Tiereinwirkung. Hä? Passt ja nicht. Das passt alles nicht zusammen, ne? Ja. Und auch da in einem anderen Bericht stand, da wo die am Waldrand waren und man noch Haut- und Muskelspuren am Baum entdeckt hat, ist ja einer hochgeklettert. Aber da war auch keine Lawine, aber auch kein Angriff eines Tieres. Ah, also alles komisch, ey. Alles komisch. Ja, einer Person war der Schädel sogar deformiert, lese ich gerade. 4 Stunden gibt es da an der Doku auf YouTube. 4 Stunden? Na. Ah, sehr komisch. 4 Stunden. Aber wäre mir viel zu lang zu gucken, du. Sandmann, grüß dich und Telefonmann. Hi. Wäre mir viel zu lang, 4 Stunden. Aber wenn ihr auch mal da irgendwas Spannendes rausfindet, könnt ihr mir dann Sonntag da mal mitteilen. Am Sonntag. Nächste Woche ist ja Lena da wieder da, ist aus dem Urlaub zurück. Und ihr könnt mir das dann Sonntag gerne mal mitteilen, auf jeden Fall. Heute habe ich ja gesagt, extra heute nur bis 20 Uhr. Ich habe um 18 Uhr nämlich angefangen, heute von 18 bis 20 Uhr nur, weil nämlich gleich
nämlich Europameisterschaft ist. Und ganz viele werden nämlich heute Abend Europameisterschaft gucken. Und dann werden ja ganz, ganz viele gar nicht sein. Deswegen habe ich mir nämlich gedacht, ich starte heute dann mal einfach mal um 18 Uhr. So, dass wir auf jeden Fall trotzdem heute eine Runde hier sind. Das ist schon mal ganz gut. Und dann können alle nämlich heute noch ganz entspannt nämlich Europameisterschaft gucken. Heute spielt nämlich Deutschland. Ja, und da sind ja einige, die das gucken möchten. Und dann würde ich einfach mal sagen, Leute, wir sind dann am Sonntagabend. Heute, wie gesagt, von 18 bis 20 Uhr. Und Sonntag dann wieder ganz normal um 20 Uhr. Dann freue ich mich, wenn wir uns dann wieder treffen hier am Sonntag um 20 Uhr. Dann wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende, einen schönen Abend für alle, die Fußball gucken. Ich wünsche euch viel Glück, dass die Mannschaft gewinnt. Und sehen wir uns Sonntagabend 20 Uhr. Kuss geht raus. Bis Sonntag 20 Uhr. Ciao.